Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosubek und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute habe ich zu Gast die wohl bekannteste Veganerin und Tierrechtsaktivistin im deutschsprachigen Raum, Raffaela Raab, 27 Jahre alt, geboren in Wien, Österreicherin, Einzelkind, abgeschlossenes Medizinstudium mit Promotion 2021, oder? War das ungefähr richtig? Ich glaube, du weißt mehr über mich als ich. Das wage ich doch sehr zu bezweifeln, aber ich freue mich noch viel mehr zu erfahren. Ja. Du bist ja auch viel mehr als nur Veganerin und Tierrechtsaktivistin. Ich glaube, das möchte ich hier heute auch nochmal deutlich machen. Aber natürlich ist das ein wesentlicher Teil von dir, deiner Person, vor allem in den Social Medias. Du bist Twitch-Streamerin. Du bist eine, würde ich sagen, eine virale Reizfigur. Oh, ja, findest du schön? Ja, habe ich mir ausgedacht. Ja, schön, das geprägt. Ja, finde ich eine sehr treffende Bezeichnung. Du hast über 500.000 Follower auf TikTok, ich glaube mit deinem dritten Account. Also jetzt der fünfte, er heißt nur der dritte, weil das ist der dritte, der so hieß. Aber okay. Ich hatte davor schon zwei, die gelöscht. Also wurdest du auch schon mehrfach gelöscht. Aber das muss man auch erstmal hinkriegen, 5 Accounts und dann so viele Follower. Die, wie heißt denn diese Generation jetzt, die 10-Jährigen, 12-Jährigen, Gen Alpha? Gen Z ist jetzt sind so 20, die kommen jetzt danach, die kennen dich alle, meine Nichte ist 12, die kennt dich auf jeden Fall. Du hast das Social Media Game nicht nur verstanden, sondern einfach durchgespielt. Oha. Ja, ich sag das. Ich behaupte das einfach. Bin ich aber noch nicht zufrieden mit dem Endergebnis. Okay, da können wir auch gerne darüber reden. Du hast eigenen Angaben zufolge schon 300 Millionen Klicks in den letzten 2 Jahren erreicht. Waren das meine eigenen Angaben? Hast du mal gesagt, ja? Ich habe es mir irgendwann nochmal, hat einer durchgerechnet, aber ich glaube, der hat die YouTube-Klicks und die Reactions. Ich weiß nicht, ob er sie mit eingerechnet hat. Ich würde fast sagen, es ist mehr. Es kann gut mehr sein. Ich kann es mir gut vorstellen. Du bist als die militante Veganerin bekannt. Das war zunächst eine Fremdzuschreibung, dann hast du es quasi übernommen. Ja, so funktioniert Social Media nämlich auch. Du erhältst viel Zuspruch und auch Kritik von allen Ecken und Enden. Du warst schon bei unzähligen YouTubern zu Gast, bei unzähligen Twitch-Streamern, Bild, Öfi und 20, Servus TV, also wirklich, du warst wirklich überall, du warst noch nicht im Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Was ist denn alles öffentlich-rechtlich? ZDF, ARD, Funk. Doch, ich hatte beim ZDF neulich ein Interview, ein Porträt über mich. Das kommt aber erst Ende Juni raus. Oh, spannend. Ja. Da bin ich mal gespannt darauf. Was war noch? ZDF und was hast du noch gesagt? Ich habe ARD, diese ganzen Funkformate. Funk war ich ja bei Leroy und da war er noch bei Funk. Ah. Aber das wurde jetzt erst ausgestrahlt. Und Funk war ich auch, da haben die zwei Jonasse argumentiert, warum es okay ist, manchmal Tiere ins Schlachthaus zu schicken und dass man sich dann noch vegan nennen kann. Da war ich auch. Aha, das ist auch eine sehr kreative Interpretation von Vegansein. Jedenfalls habe ich mir einiges von dir angeguckt. Es ist fast unmöglich, alles von dir anzuschauen. Ja. Also es ist ja wirklich... Ich schaue auch nicht alles von mir. Ja, okay, das ist ja schon mal interessant. Ja, es ist unglaublich eigentlich, wie viel Aufmerksamkeit du ergattert hast in den letzten 2 Jahren. Wirklich, ich meine, du bist ja wirklich aus dem Nichts irgendwie da, wie so ein Phönix aus der Asche irgendwie emporgestiegen als Tierrechtsaktivistin. Jetzt habe ich so die Idee, jetzt sage ich ganz viele nette Dinge über dich, damit du mich verschonst. Ja, die Beschämungsorgie kann am Ende des Gesprächs anfangen. Ja, wie ist es eigentlich, binnen so kurzer Zeit so viele Leute mit seinem Anliegen ja auch zu erreichen? Einerseits ist man stolz, weil das ist ja auch das Ziel, dass man sich, selbst wenn man es nicht ausspricht, setzt, wenn man mit Social Media anfängt. Also ich habe ja mit Social Media angefangen, um mehr Leute zu erreichen. Aber du hast gemeint, man hat es halt durchgespielt. Meine Frage ist halt, wo endet es? Weil mein Ziel ist ja nicht, wie mir manche eben vorwerfen wollen, großreich, mächtig und richtig, richtig Fame zu werden. So zumindest den Fame-Part hätte ich jetzt ja abgehakt. Aber das ist ja offensichtlich nicht das, was ich erreichen möchte. Ist es ein schönes Nebenprodukt? Ich finde es hat natürlich Aspekte, die surreal sind, wo sich das Leben manchmal anfühlt wie eine Simulation, wenn man irgendwie in Berlin durch diese Einkaufsstraßen geht und da gucken von den Geländern plötzlich 3 Schulklassen auf einen herab, schreien Sachen, winken, sind größtenteils freundlich und bewundernd fast. Und das ist surreal und fast schön, auch jetzt die Möglichkeit zu haben, eben auch mit interessanten Personen in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ist toll, dass mich Rapper teilweise kennen, dass Farid Bang meinen Stream raidet. Das sind so Sachen, was passiert in meinem Leben? Klar, das macht manchmal Spaß, aber es gibt natürlich auch die unglaublich anstrengenden Momente, auf der Straße geschlagen zu werden, angespuckt zu werden, Angst zu bekommen in der Masse, nicht mehr ohne Mütze und Sonnenbrille und Maske, im besten Fall auch noch die Wohnung zu verlassen. Ich will nicht sagen, dass das wirklich Angst macht, sondern dass das einfach...
also es zeigt einfach, dass die Gesellschaft schon einen sehr erdrücken kann in die Richtung. Ich lasse mich halt nicht erdrücken und ich musste einfach auf mich aufpassen, dass das nicht in Angst überschwappt, um da jetzt niemandem zu sagen, hey, du hast die Macht über mich. So, das sollen sie nicht haben, aber das kann natürlich beängstigend manchmal sein. Ich glaube, aus meinem Publikum, das würde mich mal interessieren, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob die dich kennen, ne? Weil ich habe natürlich ein älteres Publikum. Mhm. Ja, und da frage ich mich, ob du da schon durchgesickert bist, weil du natürlich auch in den traditionellen Formaten, ja, also Fernsehformate auch, zu sehen bist, die aber viel weniger Klicks haben, ja, als jetzt zum Beispiel diese typischen Twitch oder diese ganzen Streaming-Formate. Mhm. Na, das ist ja auch interessant irgendwie zu sehen. Das heißt, deine Ideen fallen ja offenbar, so würde ich das interpretieren, auf fruchtbaren Boden. Und da habe ich mir auch gedacht, wie es eigentlich sein muss, so einen unglaublichen Einfluss, egal wie man den jetzt bewerten mag, auf so eine junge Generation zu haben. Ich glaube, so viele Politiker würden sich alle Finger ablecken. Ja. Ja. Also Social Media ist wirklich the way to go, wenn man irgendwas voranpressen möchte und nicht der traditionelle Weg über die Politik, weil alle sagen, also viele werfen mir heute häufig vor, warum gehst du nicht in die Politik, wenn du Veganismus voranbringen möchtest? Weil ich glaube halt, man macht Politik aus dem Volk heraus und das Volk erreicht man eben über die Jugend, über die Plattform, wo am meisten Menschen online sind, und das ist TikTok. Ob man diese App jetzt mag oder nicht, das kann man halt nicht bestreiten. Und ich verstehe auch diesen Weg nicht, wenn den manche eben mit trockenen Unterschriften Aktionen gehen wollen. Das finde ich fast schon beschämend, wenn man wirklich sagt, man will das effektiv für die Tiere machen, dass man nicht eben schaut, wie kann ich das strategisch besser auslegen. Und deswegen bin ich diesen Weg gegangen. Es ist interessant, ich habe mit Freunden von mir, die dich natürlich kannten, gesprochen. Einer davon auch, sagen wir mal, ja, du würdest nicht sagen vegan, weil da ab und zu mal was anderes ist. Ja? Und er meinte dann zu mir so, er könne sich nicht vorstellen, dass tatsächlich dein Aktivismus Leute zum Umdenken bewirkt, weil normalerweise Druck gegen Druck erzeugt. Ja. Und da habe ich ihm auch gesagt, ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil ich sehe ja auch, du postest es auf Instagram, dass Leute darauf durchaus eingehen und darauf reagieren und sagen, dank dir bin ich vegan geworden. Wie würdest du sagen, kannst du das quantifizieren? Kannst du sagen, in welchem Verhältnis das steht? Weil du kriegst natürlich auch negative Reaktionen. Ja. Also die meisten DMs, und da bin ich auch ganz offen drüber, die ich bekomme, sind Bilder von Menschen, wie sie gerade Steak essen oder so. Tatsächlich? Ja, und dann halt jede 10. Nachricht ist sehr, sehr positiv. Entweder wirklich eine interessierte Frage, so, hey, ich habe das noch nicht ganz verstanden, warum reicht vegetarisch nicht? Oder so, hey, ich bin wegen dir jetzt vegan oder wegen deinen Videos jetzt vegan. Druck erzeugt Gegendruck teilweise, aber wenn wir zum Beispiel in vergangene Gerechtigkeitsbewegungen schauen, dann waren es halt revolutionäre Aktionen, polarisierende Aussagen und Persönlichkeiten, die zu moralischen Wellen geschlagen haben. Und selbst wenn diese Aktivisten zu ihrer Zeit in den allermeisten Fällen sehr, sehr unbeliebt waren, Rosa Parks, unter anderem Sophie Scholl, wo wir jetzt auch alle im Nachhinein erkennen, oh, okay, das war wohl doch richtig, was die gesagt haben. Und etliche andere, selbst Jesus, wurde ja gekreuzigt, obwohl er eigentlich nur Frieden predigen wollte und so weiter und so fort. Das waren nicht unbedingt immer beliebte Persönlichkeiten in der Vergangenheit, aber man macht sich nicht unbedingt beliebt bei der durchschnittlichen Bevölkerung, die halt einfach dem Mainstream folgen möchte, wenn man ihnen sagt, hey, ihr übst gerade eine Gewalttat aus. Ich denke, für viele Leute braucht es diesen radikalen Aktivismus, damit sie sich überhaupt mal besinnen, so, oh, ich habe ja ein Herz für Tiere, vielleicht sollte ich was ändern. Also wir haben die Evidenz nicht, dass das eine besser funktioniert als das andere, aber ich glaube einfach, man kann das auch rechtfertigen, dass es am Anfang mehr Leute abschreckt und dann mehr Leute fängt durch diesen Sleeper-Effekt, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, nee, bitte. Dass man eben Leute einfach mal quer durch die Bank mit einem Thema konfrontiert und den Argumenten konfrontiert, und obwohl sie total getriggert sind, bleibt da was hängen. Mhm. Und dann später kommt irgendwas. Genau, und dann hören sie vielleicht einmal, dann reden sie mit einem netteren Veganer und bei einem friedlichen Frühstück, und dann haben sie praktisch dann die Absolution für sich, so, ich kann dadurch jetzt vegan werden, muss ich nicht zugeben, dass es das damals war. Bist du eigentlich irgendwie religiös, spirituell irgendwie? Nein. Weil du jetzt nur Jesus erwähnt hast. Nein. Ich benutze den manchmal als Beispiel einfach nur so, der ist ja in einer biblischen Geschichte meistens wieder so dargestellt, dass würde er nur Frieden wollen. Aber hast du irgendetwas, an was du glaubst? Auch wenn es von mir aus Universum regelt alles ist. Es ist mir egal. Es ist nur die Frage, ob du an etwas, irgendwie an eine Idee, etwas Größeres. Ja, weiß ich nicht, ob du an so etwas glaubst. Ich war lange Zeit Anhängerin so der Simulationstheorie und vom Determinismus. Und da habe ich noch immer kein gutes Gegenargument gegen den Determinismus. So diese große Billardspiel, alles wurde angedingst und dann bewegen sich alle Teilchen. Aber eigentlich würde ich pauschal sagen, nein. Also ich versuche einfach nach der Ethik zu leben und handeln. Also Ethik ist eine Wissenschaft, die eben sich vom Glaube so separiert, dass sie logisch konsistent sein will in sich selbst. Es gibt keine allumfassend anwendbare Ethik, aber man kann halt versuchen, möglichst allumfassend etwas logisch schließen zu können. Und also das ist mein Ansatz. Also Anhänger eher von Logik, ja, Wissenschaft, also auch die Wissenschaft?
ja, die wir ja jetzt die letzten 3 Jahre so gut kennengelernt haben. Meinst du? Ja, also ich bin da ein bisschen skeptisch geworden, auch aufgrund der letzten 3 Jahre. Verstehe ich. Und ich finde, man sollte sich in allen Belangen noch eine gewisse Skepsis erhalten. Aber wenn wir zum Beispiel an Menschenrechte glauben und sowas, dann müssen wir ja schauen, okay, warum? Und das kann man dann ja runtergehen, selbst wenn ich nur an deine eigene Moral appelliere. Also wissenschaftliche Studien und so weiter und so fort. Bei Corona, ich glaube, das meintest du. Ich bin da komplett raus aus dem ganzen Thema. Also ich kann da auch gerade nichts mehr dazu sagen. Und ich verstehe, dass das sehr überfordernd sein kann und dass da auch von allen Parteien mit viel Angst und Druck gearbeitet wird. Dass es da schwer ist, durchzuschauen und wer da wo wie lobbyt, das kann ich verstehen, dass man da Skepsis anwendet auf alles. Nur bei manchen Sachen, vor allem wenn es um die eigene Moral und die eigene innere Logik geht, dass man niemandem schaden soll. Das kann man dann ja auch eben logisch auf Tiere und andere Gebiete seines Lebens übertragen. Und das ist einfach sehr einfach, das zu erweitern, im Gegensatz zu eben Studien über irgendwelche Impfungen und so weiter und so fort. Mhm. Hast du, ich überlege gerade, ob wir schon damit anfangen, aber ich frage trotzdem mal, hast du eigentlich jemals, ob Angst oder die Idee, ob das überhaupt in deinem Kopf schwirrt, dass das, was du machst als Tierrechtsaktivismus, dass das auch politisch instrumentalisiert werden kann, dass sich da andere Leute so ranhängen, um irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Veränderungen voranzutreiben? Weil ich sag mal so, dieser Veganismus, der jetzt auch gerade, ich finde, dass er ziemlich mainstreamig geworden ist. Also man sieht in den Regalen, es gibt immer mehr vegane Produkte. Ich denke auch, dass du da eingestehen müsstest, dass in den Supermärkten, sogar in den normalen Supermärkten, es sehr viel mehr Produkte gibt. Ich denke, dass es sehr gut auch in die Agenda passt, was Klimapolitik angeht, insofern, dass natürlich Fleischessen negativ betrachtet wird und das Klima schadet, deswegen sollen wir weniger Fleisch essen. Also hast du da jemals drüber nachgedacht, ob sowas auch ausgenutzt werden kann oder spielt es vielleicht auch gar keine Rolle? Also in meinem Aktivismus ist das jetzt nicht etwas, worüber ich groß nachgedacht habe, auf diese Schiene, dass man dann irgendwelche Klimaaktivismusbewegungen voranpreschen möchte. Das nicht absichtlich, so meine ich das. Ich verstehe schon, was du meinst, aber dass man das halt praktisch, man kann alles als Mitläufertum betrachten und man sollte auch nicht einfach nur vegan sein, weil es dann alle machen, früher oder später. Weil ich sage ja immer, mein Aktivismus ist ein Kerngedanke, dass ich sage, seid keine feigen Mitläufer, die nicht reflektieren. Das ist ja auch etwas, was du möchtest, dass die Leute nachdenken. Und die meisten Menschen sind halt nicht vegan, weil es halt alle sind. Aber genauso wenig sollte man nicht einfach nur vegan sein, weil es halt alle sind, sondern selbst zu dem logischen Schluss kommen. So, wenn es halt Sinn mehr gibt, dann sollte man es weitermachen, weil dann versteht man auch und kann es auch weitergeben. Ganz im Gegensatz zum Vegan-Sein, dass das instrumentalisiert wird. Wie gesagt, das ist eine Logik, die dahinter steht. Also es ist schwer, Logik zu instrumentalisieren. Wenn man gewisse Produkte instrumentalisieren möchte, ist es was anderes. Aber Veganismus braucht ja nicht unbedingt irgendwelche Ersatzprodukte und muss auch nicht mit dem Klima vergenusszwergelt verwandelt sein. Aber was auf jeden Fall instrumentalisiert wird, ist das heilige Schnitzel des kleinen Mannes, des kleinen Menschen. Also die Politiker, die ja immer predigen, ja, diese Lippenbekenntnisse, wir stellen uns gegen böse Massentierhaltung, aber nein, wir haben nicht vor, euch zu bevormunden und das Stück Fleisch muss schon sein. Also das ist ja ein unglaubliches Lippenbekenntnis, um diese Schnitzel, um sich damit auch politisch zu identifizieren und zu sagen, unsere Partei nimmt euch nicht das Schnitzel weg. Das ist ja praktisch Instrumentalisierung von radikaler Gewalt an Tieren. Und das finde ich viel, viel gefährlicher, als etwas zu instrumentalisieren, was genau gegen Gewalt sich stellt. Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ich bin ja ein bisschen fasziniert von deiner Militanz, auch wenn das zunächst eine Fremdzuschreibung war, aber diese Überzeugung, die du hast in der Sache, finde ich schon einfach irgendwie faszinierend. Ich habe auch mit einer Freundin geredet, die meinte, ja, auch, dass sie sie inhaltlich stimmt sie jetzt nicht überein, aber mit dem Aktivismus, das findet sie so beeindruckend. Also, dass das so gut funktioniert und wie du das machst. Und ich frage mich dann halt immer, weil ich ja selber eher so ein Zweifler bin und mich auch selber hinterfrage und auch manchmal denke, ist das jetzt wirklich so oder ist es nicht so? Geht dir das auch manchmal so? Ja. Aber inwiefern? Ich kann mir das nämlich gar nicht vorstellen, dass du das bezweifelst, was du davon dir gibst, weil du ja so von diesen Ideen und auch, also einfach von dieser Logik von mir aus auch überzeugt bist. Also von der Logik bleibe ich überzeugt, solange ich eben an Menschenrechte glaube und so weiter und so fort. Also ich kann es dir einfach mal erzählen, wo bei mir große Zweifel aufgekommen sind. Als ich am Anfang vegan geworden bin, ist man sich mit etwas konfrontiert, wo man sich denkt, seid ihr alle wahnsinnig. So, es gibt den Weihnachtsmann nicht und der Osterhase kloppt Robben tot. Ungefähr fühlt sich das an, wenn man vegan wird, weil man sich denkt, okay, überall liegen Leichenteile. Wieso lügen mich alle an, dass man männlich und stark ist, wenn man Tierprodukte isst? Und alle machen einfach mit, obwohl man ihnen sagt, dass Tiere leiden. Und dann hat man dieses Wort, vielleicht ist dir das schon mal untergekommen, Wystopie. Mhm. Hast du mit Feroz, mit Axel aus West besprochen. Genau, ich wiederhole es. Das erste Mal gehört, Es ist nicht recht bekannt, aber man fühlt sich einfach so erdrückt von der Welt, die einfach diese Gewalt an Tieren durchwegs verherrlicht, für jeden Sektor unseres Lebens, sei das die Schuhe, die wir tragen, die Kleidung, allgemeine, die Unterhaltung, dass wir in Zoos gehen oder eben was wir essen. Und dann denkt man sich so, alle sagen, du bist radikal und verrückt, vielleicht
bist du es, wenn du es den ganzen Tag hörst? Du sagst, du liest deine Kommentare nicht, weil du dann beeinflusst wirst oder eben zu sehr an irgendwas kritisch, woran du lang gesucht hast, um ein Video zu machen und so weiter und so fort vielleicht. Und dir geht's dann halt auch so, vor allem wenn deine engen Familie, wenn gebildete Menschen dir sagen, nein, das haben wir immer schon so gemacht und deswegen ist es okay, obwohl du weißt, dass das ein Appell an die Tradition ist und deswegen ein Fehlschluss, vielleicht ist da doch was dran, weil es ja diese Personen sagen, also man fühlt sich schon, oh mein Gott, bin ich die Verrückte, und das ist sehr belastend und vor allem am Anfang war das sehr belastend und ich will auch nicht sagen, dass man das ablegen soll. Es gibt Aspekte und Formulierungsweisen, die ich verändert habe seit Anfang von meinem Aktivismus. Da wollte ich sagen, ja. Da will ich gleich einhaken, weil ich habe am Anfang bei deinen Videos, und ich meine, das ist schon sicher ein halbes Jahr her, da habe ich immer mal wieder, wenn Leute dir gesagt haben, ja, aber das ist nicht die Art, das zu machen in deinem Aktivismus, da hast du geantwortet immer, ja, sag mir nicht, wie ich meinen Aktivismus machen soll, weil du bist der Grund dafür. Das ist ein Ad hominem. Und da habe ich mir, aber das habe ich in letzter Zeit nicht mehr gehört. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht habe ich da einfach nicht genug drauf geachtet. Wäre das so ein Argument, das du abgelegt hast? Weil da habe ich mir gedacht, ja. Du gehst ein bisschen in die Opferhaltung. Übernimmst keine Personal Agency in dem Zusammenhang, weil du machst das ja aus freien Stücken. Du machst den Aktivismus, weil du davon überzeugt bist und nicht, weil irgendjemand anders dich dazu zwingt. Der Punkt stimmt immer noch. Ich würde es aber anders formulieren. Da hast du vollkommen recht. Also ich habe davon, glaube ich, einfach in letzter Zeit nicht so viele Sachen gehabt, weil die Gespräche sich einfach meiner Person gegenüber verändert haben. Weil die Leute kennen ja meine Argumente. Die sprechen mich an. Der Gesprächsablauf ist ein ganz anderer als am Anfang. Mhm. Und die wissen auch, dass ich nicht vorhabe, mich da und da so zu verändern, weil ich das durchdacht habe oder eben schon öfters erklärt habe im Internet, warum ich polarisierende Äußerungen mache, eben um diese Reichweite für das Thema zu gewinnen. Also das kommt weniger. Ich würde mittlerweile sagen, wenn jemand meine Art und Weise kritisiert, dass ich ihn einfach nur direkt auffordere, mir zu erzählen, wie ich es denn machen soll. Mhm. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil die meisten Menschen, die eben so einen Vorwurf machen, sind halt meistens selbst nicht vegan. Aber das ist natürlich, und das ist auch ein Fehlschluss, der mein Vorwurf dann war, ich will das gar nicht erst hören, weil du bist nicht vegan. Selbst wenn du nicht vegan bist, kann es ja sein, dass du den Plan hast, wie man alle veganisieren könnte. Und deswegen habe ich da, ich musste nicht zuhören. Ich musste nicht zuhören, wenn ich dich nicht gefragt habe und so weiter und so fort. Aber deswegen muss das nicht schlecht sein, was du mir empfehlen willst. Oder vielleicht hast du wirklich ein Loch in irgendwas gefunden, wie ich es mache. Und deswegen pauschal zu sagen, ich will das nicht hören, nur weil, wenn ich es nicht hören will, ist das was anderes. Aber weil du nicht vegan bist, ist es ein schlechter Grund, das abzulehnen. Und deswegen würde ich das so nicht mehr formulieren. Ich würde meistens sagen, hey, du bist ja nicht vegan. Bevor ich mir das jetzt anhöre, sag mir doch einfach mal, was ich dir persönlich, weil ich rede ja meistens mit einer Person. Die meisten sind dann immer so, ja, du kannst ja nicht alle so vegan machen. Okay, ich rede ja auch gar nicht mit allen, sondern mit dir. Was soll ich dir jetzt gerade sagen? Und dann sind sie eben meistens so, ja, mir kannst du eh nichts sagen, ja. Dann sag mir, wie ich es bei den anderen machen soll. Wenn die dann genauso sturköpfig sind wie du, dann wird es ja eh nicht funktionieren. Aber du hast ja vier Gründe runtergebrochen, warum Menschen nicht vegan sind. Mhm. Ja, du sagst Tradition, ja. Geschmack, mhm. Gewohnheit, Bequemlichkeit. Mhm. Die letzten zwei könnte man fast zusammenfassen. Gewohnheit und Bequemlichkeit, findest du nicht? Nein, habe ich auch mal ganz, ganz genau aufgedröselt. Aber also Bequemlichkeit, damit meine ich spezifisch zwei Aspekte. Die logistische Bequemlichkeit, dass es einfach angenehmer ist, natürlich einfach irgendwo hinzugehen, nach dem Fortgehen, sich faul irgendwo besoffen, einen Döner zu holen, nicht drüber nachzudenken, ob es jetzt vegan ist oder nicht. Man kann Pommes essen, ne? Bitte? Natürlich, ja. Aber es ist umso einfacher, wenn du nicht einmal darüber nachdenken musst, dass du jetzt die Pommes, statt dass dir einfach irgendein anderer was in die Hand drückt. Natürlich ist das ein bisschen angenehmer, ja? Und zur Bequemlichkeit, und das könnte man eigentlich als eigenen Punkt nehmen, ich habe das damals von jemandem übernommen, aber dann habe ich gesagt, da fehlt was, und das ist die soziale Bequemlichkeit. Und die soziale Bequemlichkeit ist meiner Meinung nach einfach der Aspekt, der bei den allermeisten und vor allem gesamtgesellschaftlich den größten Aspekt dazu leistet, dass Menschen Gewalt an Tieren ausüben als Masse. Und das ist dieses Mitläufertum. Es ist sozial angenehmer. Du machst dich nicht unbeliebt, wenn du einfach nur mitmachst, statt das zu hinterfragen, was du selbst tust, was dein Umfeld tut. Und du hast gemeint, Gewohnheit und Bequemlichkeit haben wir zusammenfasst? Ja, irgendwie kam mir das so vor, ja. Also, weil aus der Gewohnheit entsteht ja auch eine gewisse Bequemlichkeit und andersrum. Wenn, dann würde ich eher sagen, man kann fast die Tradition mit Gewohnheit zusammenfassen, aber das sehe ich auch nicht so. Also ich drösel das meistens so auf. Okay, du hast von deinen Eltern gelernt, dass man Tierprodukte isst. Bleiben wir jetzt einfach mal bei der Ernährung. Dass es normal ist, genau. Genau, dass es normal ist, dass wir mit Tieren so umgehen dürfen. Okay, und jetzt sagen wir mal, deine Eltern sind tot und du ziehst in ein anderes Land. Da bist du es ja immer noch gewohnt, obwohl die vielleicht ganz andere Sitten haben, vielleicht sogar ein veganes Land. Dann wärst du es immer noch gewohnt, in der Früh ein Butterbrot zu essen, unabhängig jetzt von deiner Tradition. Deswegen würde ich das hier trennen, weil du es einfach übernimmst, egal wie du zu deiner Familie, deinem Heimatland und so weiter und so fort stehst oder dich auf die Kultur berufst. Dann eben noch die Bequemlichkeit, dass selbst wenn du die Gewohnheit nicht mehr hast, dass es einfach immer noch bequemer ist, wenn 80% der Produkte, die Fertigprodukte sind, die du einfach nehmen kannst. Und dann sind wir wieder bei den anderen zwei Aspekten. Und deswegen würde ich das schon von der logistischen Bequemlichkeit trennen, die individuelle Gewohnheit. Aber es soll nur vereinfacht darstellen, was das alles ist. Und mir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen, was das nicht abdeckt, diese vier Punkte zumindest. Selbst wenn du meinst, man könnte das noch
Ich finde es zu einfach zu sagen, du bist nicht vegan, weil Geschmack. Weil da kommt zum Beispiel noch dazu, okay, du gehst ja nicht in den Zoo, weil die Zootiere lecker sind. Oder du schmierst dir Sachen ins Gesicht, weil du das lustig, also weil du lecker findest. Also dann ist das mit der Tradition zu vereinfacht gesagt, weil viele Leute überhaupt nicht traditionell sind oder sich selbst Gedanken machen. Und dann sagen, ja, es ist halt einfach bequemer für mich, unabhängig jetzt ihrer Tradition, wenn sie auf Auslandstouren sind, da Tierprodukte zu essen. Und dann fallen, also sind diese vier Kategorien, die sich daraus kristallisieren, einfach da. Mhm. Ich traue mich jetzt mal raus, mhm. ja, und würde fragen, ich habe mir ja auch viel Gedanken darüber gemacht mhm. und bestimmte Argumente finde ich total nachvollziehbar, auch so diese Widersprüchlichkeiten zum Beispiel, mhm. was wir Nutztiere und Haustiere nennen und wie willkürlich das ist, erkenne ich total an, diese Widersprüchlichkeit. Mhm. Ich erinnere mich auch jedes Jahr, ne, dieses eine Fest in China, wo sie die Hunde essen und alle so ganz entsetzt. Ja, und da habe ich selber auch schon damals festgestellt, naja, es ist halt irgendwie kulturell, ja, also in Indien isst man auch keine Kühe, irgendwie in Peru oder wo auch immer isst man Meerschweinchen. Also diese, ja, diese Willkür erkenne ich total an, absolut nachvollziehbar. Nur würde ich schon sagen, aus meiner Sicht, ja, dass die Natur in gewisser Weise ein hierarchisches System hat, mhm. ja, und dass der Mensch als Apex Predator, wenn du so willst, auf Deutsch Super Predator, einfach auf Englisch sagt man Top of the Food Chain ist, so wie andere Karnivore auch, ja, und ich glaube, ich weiß, in welche Richtung die Argumentation geht, würde mich aber trotzdem jetzt in diesem Fall mal mit dir persönlich interessieren, wie du das argumentierst, ob dir das zu naturalistisch ist, ja, dieser Ansatz. Ja, genau, also wie du da einfach argumentierst in diesem Zusammenhang, weil ich ja sage, der Mensch ist halt on the top of the food chain mhm. sozusagen und hat deswegen von mir aus auch andere Rechte in diesem Zusammenhang. Ja. Mhm. Also der Fehlschluss ist ein ganz klassischer. Den findest du auf jeden großen Das sind deine Fehlschlüsse gegen Veganismus Websites auch aufgedröselt. Das nennt sich ein Appell an die Natur bzw. ein Appell an die Nahrungskette. Ja, wir sind den anderen Tieren allesamt technologisch überlegen. Technologisch wohlgemerkt. Weil wenn ich dich nackt neben einen Löwen in die Sahara stelle, wer ist dann on top of the food chain? Ja, mhm. klar, absolut. Aber richtig. Du hast ein Gehirn, wir können Materialien bedienen, Technologie und das macht es uns möglich, sogar einen Löwen abzuballern und sein Fleisch zu essen, wenn wir wollen. Diese Tiere sind uns unterlegen, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn wir so eine Kette aufdröseln, dann stehen wir absolut an der Spitze. Aber das kann ja keine Rechtfertigung sein, deswegen diese Macht, die wir ihnen gegenüber haben, gegen sie anzuwenden, sondern ist sogar eine Verantwortung, es nicht zu tun, sie sogar zu beschützen vor Unheil, vor uns selbst zu beschützen, vor den Menschen, die ihre Macht missbrauchen wollen. Du kennst doch bestimmt Superheldenfilme, oder? Diese Superhelden sind stärker als der durchschnittliche Bürger. Jetzt können sie sich also mit ihrem Zauber, mit ihrer Zaubermacht entscheiden, ob sie der Superschurke sein wollen oder der Superheld. Und der einzige Unterschied ist, wie sie ihre Macht gegenüber dem durchschnittlichen Bevölkerungsmenschen eben verwenden. Mit Güte, um sie zu verteidigen vor dem Bösen. Oder zu sagen, ich bin stark, deswegen darf ich sie mir untertan machen. Und das sagt sehr viel über deinen Charakter aus, finde ich. Ich glaube, ich unterscheide durchaus zwischen Tieren und Menschen. Und da würdest du ja sagen, das ist nicht so. Ne? Du sprichst ja auch, genau. Doch, du sagst auch, dass... Ich unterscheide auch. Also wie ich unterscheide auch, absolut. Ich unterscheide auch, natürlich. Aber red ruhig weiter. Also du sagst ja auch, dass Tiere auch Individuen sind. Mhm. Und dass Tiere quasi auch Menschenrechte zuteil werden sollen, ja, weil juristisch erkennst du ja auch an, dass Tiere als Objekte gehandhabt werden, ja. Nicht ganz, aber grob, ja. Ja, genau, also als Sachgegenstände oder irgendwie sowas. Nicht ganz, aber grob, ja, weil zum Beispiel einen Sessel würden wir nicht betäuben, bevor wir ihn verschiffen. Ist richtig. Also ist ein bisschen anders gehandhabt, ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Ja genau, dass für dich ein Tier quasi auf derselben Ebene steht wie jetzt ein Mensch sozusagen oder du möchtest, dass es so ist, richtig? Also grob, sage ich, Tiere brauchen Menschenrechte. Das heißt nicht, dass ein Schwein hinters Steuer soll oder eine Kuh oder wie Markus Rühl meinte, in den Bundestag ein Tier. Mhm. So, ja, okay, das ist ja, also das leuchtet mir ein. Ja. Okay. Mir ist schon klar. Ja. Ja, okay, aber bitte. Genau, und aber ich mache trotzdem einen Unterschied zwischen Menschen und anderen Tieren. Weil natürlich, wie gesagt, weil sie eben diese kognitiven Kapazitäten nicht haben könnten überhaupt, in den Bundestag zu gehen oder höhere Mathematik zu haben, sollten wir überhaupt nicht in Frage stellen, ob sie sich für diese Situation qualifizieren sollen. Sollte jemals ein Schwein geboren werden, das all das kann, dann sollte die Speziesgrenze allerdings nicht der Grund dafür sein, warum es das nicht tun dürfte. Okay, das ist es halt eben. Aber das, okay, gucken genau, wir, ja, genau, das ist sehr hypothetisch. Abstrakt, aber du ja. weißt theoretisch, worauf ich hinaus ja, will, weil nur weil die schon, DNA ja. anders ist, gibt es ja andere Faktoren, auf die wir eben schauen sollten. Ich bin für Gleichberechtigung insofern, weil wir eben Menschen, die das gleiche kognitive Bewusstseinsniveau wie eine Schwein, wie eine Kuh haben, eben auch nicht in den Bundestag kommen oder einen Führerschein machen könnten, weil sie eben sich selbst und andere damit verletzen würden, weil sie das gar nicht schaffen würden, zu verstehen, was sie überhaupt tun, genauso wie diese Tiere. Und das ist eben die Gleichberechtigung, von der ich hier spreche. Nur weil sie
anders fühlen, heißt es ja nicht, dass wir nicht trotzdem ein Recht, das Grundrecht jedes Menschen, unabhängig davon, wie klug er ist, wie bewusst er ist, auf körperliche Unversehrtheit geben müssen. Ein Recht darauf, nicht als Sklave, als Objekt, wie du schon gesagt hast, verwendet zu werden. Ist das dieses Speziismus, auf was du hinaus willst? Genau, Speziismus. Ja. Kannst du das mal erklären? Ja, darf ich dafür ein Bild kurz holen, weil das habe ich jetzt vergessen rauszulegen. Ja, ich meinen Rucksack. Kann ich meinen Rucksack, kannst du die Mappe einfach hergeben, bitte? Der Speziesismus, dieses Wort kommt von dem gleichen Wortstamm wie Rassismus und Sexismus. Der spielt halt darauf ab, dass wir die Tiere genauso diskriminieren, einfach nur, weil sie eine andere Spezies haben. Der Wortstamm ist ja von Spezies. Genau. Aber und man fügt dieses Ism hinzu und problematisiert damit Dinge. Problematisiert damit Dinge. Man versucht halt ein Wort darüber zu finden. Also das Ism ist schon eine Problematisierung einer Sache. Auf jeden Fall. Dass das Problematisierung hat. Also auch Feminismus ist, problematisiert, ist okay. Ja, problematisiert natürlich den Stand der Frau und weiter, also, oder in der Gesellschaft, würde ich schon sagen. Okay, das Wort problematisieren kannte ich hier noch nicht, aber es soll auf jeden Fall einfach die Diskriminierungsform, einfach nur, weil du ein anderes Tier als ein menschliches bist oder eben keines, das wir als in unserer Kultur als Haustier betrachten, dürfen wir dich herabsetzen, herabwürdigen, als Objekt verwenden. Also dafür steht das eben. Und ein Sexist sagt, und das geht natürlich in beide Richtungen, es gibt natürlich auch Sexismus gegen Männer, du bist ja nur eine Frau, deswegen darf ich dich als Objekt verwenden. Du bist ja nur schwarz oder jede andere Kultur und deswegen darf ich dich als Objekt verwenden. Und ein Speziesist sagt, du bist ja nur ein Tier, deswegen darf ich dich als Objekt verwenden. Oder eben die zweite Form von Speziesismus, die wir auch schon besprochen hatten, du bist ja nur ein Nutztier, deswegen darf ich dich als Objekt verwenden. Und deswegen sage ich, wenn man gegen Rassismus ist und für logische Konsistenz, gegen Diskriminierung, dann muss man ja eigentlich vegan sein. Und da würde man würde halt sagen, es sind halt keine Menschen. Genau. Weil wenn man eben dieses Naturalistische hat, dieses Weltbild, dass es irgendwie eine gewisse Hierarchie gibt, dann fällt das aus meiner Sicht ja raus. Aber Frauen sind ja auch schwächer als Männer. Ja, aber sie gehören ja zur selben Spezies. Aber das wurde ihnen teilweise sogar fast aberkannt, weil sie da schlechtere Menschen sind. Aber es ist ja faktisch inkorrekt. Und Tiere sind ja, also ein Schwein oder eine Kuh und ganz schöne Tiere und so weiter, sind ja keine Menschen. Das ist mir klar. Und Frauen sind keine Männer und Schwarzen sind keine Weißen. Aber gibt es einen relevanten Unterschied auf Basis dessen, ich die Tiere als Objekte misshandeln darf, aber die Menschen nicht? Also gibt es eine Eigenschaft, die ein Tier hat, die, wenn sie ein Mensch hätte, ich den Menschen so behandle, dürfte wie das Tier. Kannst du das nochmal wiederholen? Gibt es eine Eigenschaft, die ein Tier hat, also diese Nutztiere, die du versklaven lässt noch, die, wenn diese Eigenschaft ein Mensch hätte, ich den Menschen dann versklaven dürfte? Nee, weil ich ja den Unterschied mache zwischen Tier und Mensch. Aufgrund dieser Also es ist nur die Hierarchie. DNA. Ich schätze mal ja. Das sind wenn ich jetzt hingehe und deine DNA messe mit einem DNA-Messometer und da kommt raus, Jasmin ist ein Alienwesen und kein Mensch. Darf ich dich dann so behandeln? Das schaffst du. Ja. Wenn ich dich frage, was machst du, wenn es heute Nachmittag regnet, obwohl keine einzige Regenwolke da ist, dann sagst du auch nicht, das ist mir zu hypothetisch. Bitte sei kein Hypo-Denier, das kannst du besser. Nein, aber ich verstehe jetzt so die nicht mit dem Alien-Ding. Ja. Also verstehe also ich. Also wenn du jetzt meine DNA der einzige verändert. Unterschied, weswegen ich Tiere versklaven darf, aber Menschen nicht, ist ihre DNA. Weil sie sind halt keine Menschen. Das heißt, du redest genauso wie ein Sexist. Spezies. Das sind halt keine Männer, es sind halt keine... Nee, das würde ich nicht so sehen. Aber weil Menschen sind Menschen, also aber die gehören ja zur selben Spezies. Das ist mir schon klar. Aber Frauen sind keine Männer, sie gehören nicht zum gleichen Geschlecht. Das ist die gleiche Logik, aber das ist irrelevant, weil du kannst sagen, okay, aber sie haben die gleichen Wimpern. Das sind alles irrelevante Eigenschaften, wenn es um die Frage geht, wen ich versklaven darf. Dann geht es nämlich nicht darum, ob jemand welche DNA hat oder welche Haarfarbe oder Kultur er hat, sondern ob er fühlen kann, ob er ein Objekt ist oder ein fühlendes Individuum. Und diese Tiere, die fühlen genauso wie wir, wie deine 12-jährige Nichte. Woher wissen wir das eigentlich? Also ich verstehe schon, also ich weiß, dass Tiere was fühlen und dass sie reagieren und dass sie glücklich sein können oder traurig oder depressiv. 100%. Woher wissen wir, oder das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Wir müssen darauf später nochmal zurückkommen, weil bis jetzt warst du nur Speziesistin. Du hast mir keine relevante Eigenschaft genannt, außer die DNA und dann bist du meinem Hypo ausgewichen. Das möchte ich nur nochmal festgehalten haben. Du bist dieser Frage gerade ausgewichen. Aber, wir können auch gerne da nochmal hin, dann können wir über die Gefühle von Tieren sprechen. Ja. Aber für mich ist es ein Unterschied. Ist mir schon klar, dass es für dich es ist ja auch ein Unterschied. Tiere sind andere Tiere als Menschen. Sie haben eine andere DNA. Und ich akzeptiere auch irgendwie diese Hierarchie. Ja, also ich auch. Es kann auch sein, dass die sich auch verändern kann. Ja. Hey, wenn irgendwann mal wieder irgendwelche gigantischen, hypothetisch, irgendwelche krassen Apex-Predator kommen und wir keine Chance haben, dann ist das hat sich dann auch verändert. Ja, dann hat sich das verändert. Es kommt jetzt ein Alien auf dem Planeten, das ist zehnmal stärker als du. Ganz ruhig.
ausdrückt. Das ist Thema stärker als du. Das könnte sich rein pflanzlich ernähren. Das erkennt an, dass es ein fühlendes Individuum, dass du ein fühlendes Individuum bist. Und es hat jetzt die Wahl, Schlachthäuser zu bauen, wo es kleine Jasmins reinschickt. Ja, du lachst, weil du nicht am Schlachthof stehst. Ja. Oder ja, sich rein pflanzlich zu ernähren. Ja. Also, und was wäre dann moralisch besser? Diesmal mache ich mit bei dem hypothetischen Spiel. Ich glaube, wenn die Aliens, zum Beispiel, würden dann, ich gehe mal davon aus, dass die Aliens, wenn sie anfangen würden, kleine Jasmins oder kleine Raffaelas zu essen, dass die wahrscheinlich auch intern eine ganz große Diskussion darüber führen würden, ob man wirklich pflanzlich leben kann oder nicht. Sie können rein pflanzlich leben. Das kommt jetzt in dem Hypothetikum. Ändere nicht mein Hypothetikum. Sie wissen, dass sie rein pflanzlich leben können. Ich kann mein Hypothetikum ändern, weil du ja eins aufgebaut hast. Ich kann ja, du, guck mal, weil das Ding ist ja, du baust dir ja auch deine Annahmen, wie du dieses Thema angehst. Ich frage dich, was machst du, wenn es heute Nachmittag regnet und du sagst, nun ja, wäre ich jetzt in einer Höhle, dann würde ich das und das machen. Aber ich frage dich einfach nur hier und jetzt, so wie wir jetzt am Grab auf der Wiese sitzen, was machst du, wenn es regnet? Mache ich mir keine Gedanken jetzt gerade. Ist mir schon klar. Okay. Ja, ist mir wirklich klar. Aber wenn wir, dann sagst du auch nicht so, weil wenn ich in einer Höhle wäre, dann würde ich, dann sage ich, nein, du bist aber nicht in einer Höhle. Und genauso gesagt, du veränderst jetzt nicht mein Hypothetikum. So, wir testen jetzt nämlich ethische Schlussfolgerungslehre, Konsistenzlehre. Jetzt kommen also Aliens, die haben genau die gleiche Wahl wie du, ob sie jetzt Jasmins und Raffaela ins Schlachthaus schicken, weil sie wissen, dass sie genauso wie wir, zumindest mit a reasonable section of no doubt, sich rein pflanzlich ernähren können unter Vitamin B12 Supplementation. Natürlich muss man auch supplementieren, oder auch nicht, was weiß ich, das sind halt fucking Aliens. Was ist jetzt moralisch besser, wenn sie sich dafür entscheiden, einen Genozid oder Massenmord oder diesen Holocaust an den Menschen zu betreiben? Oder dass sie sagen, oh, dann leben wir rein pflanzlich, lassen einfach die Erde in Ruhe? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein. Du kannst, würdest du dann stehen, kurz vor dem Bolzenschussgerät und sagen, ja, ich wär genauso okay, wenn sie mich jetzt nicht ermorden. Oder wenn sie mich ermorden. Also wahrscheinlich würde ich durchaus, ehrlich gesagt, ich gebe es zu, anerkennen, dass diese Spezies, wenngleich sich einige Aliens wahrscheinlich für mich einsetzen würden und sich auch für eine pflanzliche Ernährung entscheiden würden, würde ich vermutlich schon anerkennen, dass jetzt halt das so der Verlauf der Dinge ist. Ja, schön ist es, aber wahrscheinlich, was ist besser, ist die Frage. Was ist ihre Moral? Okay. Guck mal, so Aliens, ja? Die kommen jetzt auf die Planeten. Ich schaff's auch ohne Schaubild. Aber vielleicht für die Zuseher, ja? Die haben jetzt die Wahl, die leben vegan oder sie leben brutal. Ja? Genauso wie wir. Und wir würden sehr darunter leiden, wenn sie jetzt Schlachthäuser bauen und uns in Gaskammer stecken, aber, wie die 40 Millionen Schweine jetzt. Aber du kommst jetzt auch nicht damit klar, dass ich sage, ja, es ist nicht schön, du hast recht, ja. Und ich würde wahrscheinlich das trotzdem akzeptieren können. Natürlich, du würdest das nicht akzeptieren wollen, du würdest wahrscheinlich dich selbst anmachen, anscheißen, anpinkeln, während du in der Todesbox stehst. Ja, und du müsstest das halt akzeptieren, ja, weil du Schwäche bist. Genau, aber das ist ja deswegen nicht in Ordnung, nur weil du es akzeptieren musst. Ja, es wäre moralisch sein, besser, wenn vor allem aus der Sicht des Opfers und unterdrücken muss man aus der Sicht des Opfers betrachten. Und du würdest sagen, hey, das wäre viel weniger. Es ist nicht okay, was ihr tut. Ich glaube tatsächlich, dass Dinge manchmal auch nicht fair sind. Und deswegen darf ich es machen? Wenn du mir unterlegen bist, darf ich dich jetzt irgendwo einpacken und dann würdest du sagen, ja, ich nehme das hin, ist voll in Ordnung? Nein, aber da reden wir ja auch wieder darüber, dass unter Menschen, wir haben ja andere Rechte untereinander. Nein, vielleicht bist du ein Alien-Mensch, wie gesagt. Vielleicht, ich teste jetzt, du weißt nicht, ob du ein Mensch bist, du weißt es nicht sicher. Ich teste jetzt deine DNA und da kommt raus, Jasmin ist nicht menschlich. Darf ich dich dann so behandeln, wie ein anderes nicht-menschliches Tier von dir? Wahrscheinlich, weil ich glaube, dann würde man mich wahrscheinlich... Du fühlst doch genauso, Jasmin, wenn ich jetzt deine DNA teste. Aber wenn ich jetzt wirklich eine Alien-DNA hätte, hey, ich bin jetzt voll in deinem Hypothetikum drin, ja? Sehr gut. Okay? Dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwo eingebuchtet werden von irgendwelchen Menschen, die meine DNA untersuchen. Nein, das war nicht die Frage. Aber das ist doch... Nein, ich teste jetzt wir sitzen jetzt hier am Küchentisch und überlegen uns, was wir jetzt zu Abend essen. So. Und jetzt haben wir die Wahl, vegan zu essen oder ein Tier. Und ich sehe hier weit und breit kein Tier. Mit dir würde ich natürlich vegan essen. Ist schon gut, bitte, Hypothetikum. Jetzt haben wir weit und breit hier kein Tier und ich denke mir so, boah, ich habe richtig Bock, ein Tier zu essen, weil ich bin nicht vegan. Also teste ich jetzt einfach mal deine DNA, weil ich habe gerade kein Tier, dann vielleicht kann ich dich dann ja essen. Jetzt teste ich deine DNA und da kommt raus, Jasmin ist kein Mensch, sondern ein Tier. Darf ich dich jetzt einfach in die Küche packen, dich in Stücke schneiden und dich so zubereiten, wie du es mit den Tieren hier machst, weil du kein Mensch bist? Nee, aber ich bin ein Mensch. Nee, irrelevant. Nee, in dem Hypothetikum bist du es eben nicht dann. Weil du ein fühlendes Individuum bist und immer noch Anrecht auf deinen Körper hast. Weil du ein Subjekt bist mit Gefühlen, mit Interessen. Und dann kann ich nicht einfach hingehen und sagen, obwohl ich einen Linseneintopf kochen könnte, will ich jetzt dein Bein essen. Und weil du kein Mensch bist, von menschlicher DNA her, verschneide ich dich einfach. Das wäre nicht okay. Warum ist das dann bei den Schweinen okay? Weil sie keine Menschen sind. Aber in dem Szenario wärst du auch kein Mensch und du fändest es nicht okay. Ja, aber es ist irrelevant. Nein, ich kann jetzt genauso du hast sagen, jetzt einen logischen Fehlschluss gemacht. Du hast gesagt, du bist kein Mensch und es wäre trotzdem nicht okay, das mit dir zu machen.
Aber du hast jetzt einfach nur versucht, ganz viele verschiedene hypothetische Szenarien zu machen. Du bist kein Mensch, darf ich dich essen? Du sagst nein. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich in dem Alien-Szenario, dass ich das wahrscheinlich irgendwie verstehen würde. Dass aber du hast Dinge schon so gesagt, das wäre nicht okay, wenn ich dich jetzt essen würde. Aber es ist ja der Kontext. Du gehst zu einem Schwein hin und sagst, ich will dich jetzt essen, weil du kein Mensch bist und weil du mir schmeckst. Ich kann auch nicht einfach zu dir hingehen. Schön, dann halt viele andere Tiere, solange sie keine menschliche DNA haben, weil du ja offensichtlich Speziesistin bist. Mhm. Warum? Die fühlen genauso wie du. Wenn ich jetzt deine DNA teste, du bist kein Mensch, dann kann ich dich ja auch nicht essen. Hast du gerade selbst gesagt, warum also die Tiere? Das ist so ein logischer Fehlschiff. Das ist ein Widerspruch. Ja, ich glaube, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Gut, dann nochmal. Wir haben jetzt... Aber ich würde gerne weitermachen. Aber wir können hier nicht weitermachen, wenn aber du sollst ja verstanden haben, ja damit du dich ändern kannst, damit du nicht mehr brutal zu Tieren genau, bist. Du willst nicht diskriminierend sein. Du willst ethisch konsistent sein. Ich glaube, dass wir dauernd diskriminieren. Aber du willst nicht aktiv Gewalttaten für Genuss ausüben. Also aktiv mache ich das ja persönlich nicht. Doch, aber du zahlst jemanden dafür. Du bist dir dessen bewusst. Natürlich ist das aktiv. Ich würde trotzdem gerne weitermachen bei dem Thema Gefühle von Tieren. Und die Tiere würden gerne weiterleben. Genau, mit ihren Gefühlen. Wir haben wissenschaftlich einfach keine großartige Frage mehr, ob Tiere fühlende Individuen sind. Sie sind mit ihrem zentralen Nervensystem, also diese Tiere, die du zum Schlachthof schicken lässt, immer noch leider, die sind genauso aufgebaut wie wir. Die haben ein zentrales Nervensystem, die haben die gleichen Schmerzrezeptoren wie wir, die verfügen über die gleichen physiologischen Responses, wenn sie gepiekst werden, wenn sie in Schock erfahren, wenn sie Angst haben, ihr Herzschlag akzeleriert sich, Cortisonausschüttungen und so weiter und so fort. Sogar bei Fischen, dass die dann eher in den Tank schwimmen, wo eben das Schmerzmittel ist, wenn ihnen Schmerz zugefügt würde und so weiter und so fort. Also da besteht beyond reasonable doubt einfach keine Frage mehr, ob Tiere fühlende Individuen sind, so wie Menschenkinder, die halt noch nicht sprechen können, so ungefähr. Was sagst du eigentlich zu dem Argument, das Gesundheitsargument? Ja. Ja? Das auch ja mehr oder weniger zu tragen kommt. Ich hatte ja vor einigen Monaten ein Gespräch mit einer Karnivorin, ja. Und die essen ja wirklich nur Fleisch. Es gibt Karnivore, die essen Fleisch und essen Obst, aber viele wirklich nur Fleisch. Jetzt zugegeben, die essen wirklich Head to Tail, also wirklich alles vom Tier, ja, so wie man es früher vielleicht auch gemacht hat. Und sie hat gesagt, dass sie damit bestimmte Autoimmunerkrankungen heilen konnte. Also sie hat über sich selber gesprochen, ja. Und zieht das jetzt auch schon seit 4 Jahren durch, konsequent, und sagt, ihr geht's viel besser. Ich habe mit ihrem Sohn gesprochen zum Beispiel. Die essen auch andere Sachen. Aber der hat sich auf die Abi-Prüfung vorbereitet und so. Ja, jetzt fängt er wieder an, Karnivor zu essen, weil dann er weiß, seine Konzentration ist besser und so weiter und so fort. Was sagst du dazu? Ja, das sind anekdotische Beispiele. Genau, aber interessiert mich einfach nur, was du dazu sagst. Also ich schaue einfach am liebsten in die Wissenschaft, die du Wissenschaft genannt hast, aber die größte ernährungswissenschaftliche Fachgesellschaft der Welt, die sagt ganz klar, dass es so zu sein scheint, dass wir keinen einzigen Nährstoff nicht aus einer rein pflanzlichen Ernährung bekommen können, bis auf Vitamin B12. Und Vitamin B12 muss man natürlich supplementieren. Aber heißt das dann nicht schon, dass was fehlt? Also wenn man supplementieren muss, und ich gebe zu, dass auch Leute, die Fleisch essen, wahrscheinlich auch bestimmte Nährstoffe supplementieren müssten, weil sie vielleicht die nicht woanders kriegen. Aber wenn wir mal von einer ganz normalen Ernährung ausgehen, dann ist es doch eigenartig, dass Veganer einfach supplementieren müssen, weil irgendetwas fehlt. Und das verstehe ich dann nicht, warum man dann sagen kann... Was hat das für eine moralische Relevanz? Okay, genau. Also das heißt, du appellierst da wirklich nur an die Moral und nicht an das gesundheitliche Argument. Nein, natürlich. Also es gibt keinen... Wie gesagt, du bist gesund und stark, kannst du sein, ob du jetzt vegan bist oder nicht vegan aber bist. Aber du musst supplementieren. Natürlich musst du supplementieren. Was ist daran so schlimm? Für mich heißt das... Das eigentlich, und ich verstehe dein moralisches Argument, dass aber Fleisch quasi zu einer... Es ist nicht natürlich, vegan zu sein. Ich bin die Erste, die das sagt. Aber das ist, was du machen... Man darf ja deswegen nicht Tiere essen, nur weil es natürlich ist. Das ist ein Appell an die Natur, ein naturalistischer Fehlschluss. Genau, und ich würde sagen, ja. Aber das ist ein Fehlschluss. Du kannst nicht sagen, ich würde sagen, ja, das ist logisch inkonsistent. In der Natur töten sich Tiere gegenseitig, auch in der gleichen Spezies. Ja. Deswegen kann ich nicht einfach hingehen und Menschen die Kehle aufschlitzen, weil das ein Löwe auch macht. Also Menschen machen das, aber wir sind nicht zivilisiert. Du bist wirklich nicht zivilisiert in deinem Umgang mit Tieren. Du lässt ihnen die Kehle aufschlitzen, du lässt sie vergasen, Jasmin. Du kannst dir nicht einreden, dass du zivilisiert bist mit deinem Umgang mit schwächeren Individuen. Bist du nicht. Mit Tieren. Schwächere Individuen, das sind Individuen. Also ich fühle. Wenn hier eine Katze jetzt wäre und ich die boxe, dann würdest du mir die Katze wegnehmen. Ja, das stimmt weil schon, das ein Individuum ist. Ja, also ein Tier. Ein Individuum.
das kann fühlen. Mhm. Wir sind auch Tiere. Newsflash, du hast Brüste mit Nippeln, du bist ein Säugetier. Ja, also ich bin immer noch ein Mensch, ist immer noch eine andere Spezies, aber, ein aber man Tier. Gehört dazu, ja, diese ein Gruppe. Homo sapiens. Aber das heißt für dich, ja, wir stammen also nicht vom Affen ab. Das ist hier. Nein, wir stammen vom Homo erectus ab. Okay. Ja. Aber im Endeffekt irgendwann Affe, aber es ist irrelevant. Wir sind, okay, genau, selbst wenn du uns direkt. Nicht Tiere nennen möchtest, ja. Sind wir Individuen und diese Tiere genauso. Aber ich glaube, was ich darauf hinaus möchte, ist, dass für dich tatsächlich dieses gesundheitliche Argument, und da gibt es ja verschiedene Meinungen dazu, ja, also über die Ernährung. Wenn du in die Wissenschaft schaust, die größten ernährungswissenschaftlichen Fachgesellschaften sagen ganz klar, dass wir rein pflanzlich leben können. Und es zeigt sich durch die Bank, dass ein größerer Konsum, und ich werde nicht sagen, dass ein Stück Fleisch in der Woche dich krank macht oder dich kränker macht, dass wenn du es nicht tun würdest, das kannst du auch studienmäßig fast nicht lesen. Diesen Bullshit wirst du von mir nicht hören. Aber der durchschnittliche Veganer ist gesünder als der durchschnittliche Nicht-Veganer. Und der durchschnittliche gesunde Veganer ist teilweise in Studien sogar, hat auch einen geringen Vorteil gegenüber dem durchschnittlichen gesunden Nicht-Veganer. Aber du kannst gesund sein, wenn du nicht vegan bist. Und du kannst sehr ungesund sein, wenn du vegan bist. Das Absolut. Wirst du von mir nicht hören. Ja. Diese spirituelle okay. Schiene brauchen wir auch nicht fahren. Keine okay. Sorge. Aber okay. nur weil also du es geht wirklich um das moralische Argument. Ja, genau. Und alles okay. andere ist auch kein Argument für Veganismus. Weil, wie gesagt, Veganismus heißt halt einfach, dass du dich davon emanzipieren möchtest, dass wir Tiere versklaven für Geschmack, für Unterhaltung. Wäre es denn dann für dich, ja, wahrscheinlich nicht, aber ich frage trotzdem, wäre es für dich eigentlich besser, wenn wir uns von dieser Massentierhaltung entfernen, eine pastorale Landwirtschaft hätten und dass die Kuh von mir aus mit, wie heißt das, mit dem Weidenschuss quasi erlegt wird? Oder ist das für dich immer noch genau so, wie das, was wir jetzt natürlich machen? Ist ein Unterschied. Und natürlich kann man sagen, okay, das ist bessere Gewalt, aber es ist immer noch Gewalt. Weil wenn ich sage, okay, ich schlage meine Frau nicht mehr mit dem Schlagring, sondern nur mit der Hand und auch nur noch einmal die Woche, dann ist das natürlich besser, als sie jeden Tag mit dem Schlagring zu schlagen. Aber es verletzt ja noch immer ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wäre das für dich der Kompromiss? Nein, natürlich nicht. Es gibt nicht. Keinen Kompromiss. Ich kann ja auch keine Biomenschen mit Weideschuss erschießen. Warum dann die Tiere? Woher kommt eigentlich so diese Vehemenz bei dir? Also woher kommt Logik. diese das kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen. Aber Jasmin, du appellierst gerade auf DNA-Moleküle als Rechtfertigung, dass wir jemanden die Kehle durchschneiden können. Ich kann dich genauso gut fragen, woher kommt die Vehemenz, dass du dir erlaubst, die Frechheit besitzt, jemanden auf Basis seiner DNA-Moleküle. Also allein das, weil ich dein hypothetisches Konstrukt nicht, weil ich damit nicht übereinstimme. Du hast es angenommen. Du hast dann sogar den Widerspruch erkannt, weil du das nicht gern gehabt hättest, wenn sich jetzt rausstellt, Jasmin ist doch kein Mensch, dann fändest du das falsch, hast du gesagt, wenn ich dich dann in Stücke schneide für mein Abendessen, weil du ein fühlendes Individuum bist, weil du das nicht cool fändest, wenn jetzt die Marleen kommt und dir ein Bolzenschussgerät an die Stirn hält. Da würdest du dich wehren. Und sobald du dich wehrst, sagst du, oh, das findest du wohl nicht so cool. Mhm. Und du hast da schon zugestimmt. Aber auf Basis von diesem Widerspruch dann einfach weiterzumachen, einfach nur weil DNA-Moleküle und dann zu sagen, ich habe Vehemenz, die Vehemenz hier, Würde sagen, dass du schon vehement bist in diesem Zusammenhang. Natürlich, ja? Es ist ja einfach logisch. Auch, und du bist ja du willst ja eine logische Person sein. Ich bin widersprüchlich. Wenn du Widersprüche hast, wahr, dass du manchmal einfach eine weiße Hose und manchmal lieber eine orangene Hose anziehst. Und nein, ich glaube, meine Widersprüche sind sehr viel tiefgreifender. Aber ich kann, wenn du Widersprüche bei sonst irgendetwas hast, was spirituell und sowas betrifft, soll sein, behalte dir, wo du möchtest. Aber wenn du Gewalttaten ausübst, dann braucht Gewalt eine Rechtfertigung. Das Erste, was mich ein Richter fragt, ist, wenn ich dir jetzt die Nase breche, warum hast du das gemacht? Was ist deine Rechtfertigung dafür? Hat sie dich vielleicht angegriffen? Und dann würde ich sagen, nee, sie war halt kein Mensch. Das ist nicht ja, das so cool. Das würde ja jetzt in unserem Zusammenhang einfach nicht funktionieren. Hypodenier, ja, würde natürlich funktionieren. Logisch wäre es möglich, wenn ich jetzt mein DNA-Messgerät nehme. Das heißt, nehme, du sagst wirklich, dass deine die Kraft für diesen Aktivismus, ja? Diese Überzeugung wirklich einfach nur aus der Logik herauskommen. Macht dich das nicht wahnsinnig, wenn Leute sagen, ja, der ist halt schwarz, deswegen versklave ich ihn? Ich würde gerne, also ich glaube, dass dieses Beispiel einfach für mich nicht Aber trägt, das macht dich ja? wahnsinnig. Oder wenn einer sagt, ich behandle den schlecht, ich spucke ihm jeden Tag ins Gesicht, weil er schwarz ist. Das ist nicht okay, da würdest du auch wütend werden. Da würdest du was machen wollen dagegen. Es ist, ja, von mir aus. Ja, und genau das gleiche Gefühl habe ich bei anderen Diskriminierungsformen. Und woher kommt das? Woher kommt auch diese Wut? Also das muss doch irgendwo ist doch da so eine Geburtsstunde. Definitiv, ja, voll. Und wo kommt das her? Gute Frage. Ich bin auf eine internationale Schule gegangen und wir hatten Kinder ganz unterschiedlicher Hintergründe. Schwarze, wir hatten asiatische Kinder, wir hatten alles aus allen Himmelsrichtungen. Und ich bin da auch reingewürfelt worden und ich konnte noch kein Englisch und viele konnten schon Englisch und dann fühlt man sich als Außenseiter und so weiter und so fort. Und bei uns war deswegen Rassismus ein großes Thema, was wir auf dieser internationalen Schule eben oft besprochen haben, damit wir miteinander einen guten Umgang finden, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und wir hatten in jedem Klassenzimmer dann so ein Bild hängen, wo sich die bunten Kinder die Hand geben mit ihrem kulturellen Kleidungsstück. Ich kenne das Foto, also so. Voll, das kennen wir alle und drüber steht We all bleed the same color oder etwas Ähnliches. Und
Das wurde mir so eingetrichtert und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass das gemacht wurde, weil wir hatten auch damals trotz all dem Rassismus gegenüber Mitschülern teilweise oder eine Inderin und die stinkt immer so. Und ich wurde in der Schule selbst gemobbt, als ich im Gymnasium war, weil ich eine hohe Stirn habe und weil ich immer Klassenbeste war und weil ich war ein bisschen komisch, ich habe mich komisch angezogen, bin jetzt auch immer noch komisch, das ist auch okay. Aber auf Basis von diesen Eigenschaften, einfach nur weil ich ein bisschen anders war oder super unsportlich war, haben die mich halt ausgeschlossen. Also diese Aspekte von, ich weiß, wie sich Diskriminierung und Ausschluss anfühlt aus der Sicht von anderen, dass ich das erlebt habe und dann eingeschritten bin und mir das auch so beigebracht wurde und das auch selbst zu erleben, ich glaube, das hat. Du hast dann als Mensch zwei Möglichkeiten, wenn du sowas auch selbst erlebst. Entweder du nimmst es in dich auf und gibst es weiter. Einfach, du trittst dann noch weiter nach unten. Also quasi selber zum Mobber zu werden. Genau, ja, weil das ist ja angenehm, weil dann geht man wieder mit der Masse mit und beweist. Das ist jedes Mal, wenn einer schreibt, darauf erstmal ein Steak oder uns mit Chicken Nuggets bewirft. Das ist genau dieses, ich bin Teil der Masse, schließt mich nicht aus, weil das sind die unsichersten Menschen. Mhm. Und die beweisen sich praktisch so, ich bin keiner von den bösen Veganern, über die sich alle lustig machen, wenn ich eben zeige, Steak, voll geil. Und oder man macht eben genau das Gegenteil und stellt sich auf die Seite von den Leuten, die gemobbt werden und sagen, nicht mehr. Und die Tiere werden gemobbt von den Nicht-Veganern. Mhm. Und glaubst du, dass diese eben Erfahrung, die du gemacht hast, auch als junges Mädchen, ja, in der internationalen Schule, dass die dann auch dazu führt, dass du jetzt halt so diesen, ja, ich weiß nicht, weil irgendwie diese Dynamik ist hier schon interessant, ne? Du traust dich da raus, bist highly disagreeable, wie Feroz ja auch gesagt hat, das würde ich auch sagen. Du willst ja irgendwie trotzdem gemocht werden, du willst ja trotzdem irgendwie dazugehören, ja. Und diese Widersprüchlichkeit, würde ich jetzt mal so erkennen, führt dich dann dazu, dass du diesen Aktivismus auch irgendwie mit dieser Vehemenz machen kannst. Weil es gibt ja auch Veganer, die ganz anders agieren, ja, und Leute überzeugen, ne? Und ich will dir das nicht absprechen. Ich finde, jeder macht das so, wie er möchte. Absolut, da stimme ich dir überein. Nur ich frage mich immer, wenn ich das sehe, wie kann man so, wo kommt das einfach her, diese ganze Energie? Und da frage ich mich, ob da irgendwie so eine traumatische Erfahrung war, irgendein Ungerechtigkeitsempfinden, das so tief in einem drinne ist, das einen dazu führt, heute so zu agieren. Ja, also kein Schlüsselerlebnis, aber schon dieses, dass ich gut 4 Jahre lang in der Schule ausgeschlossen wurde, das bestimmt auch. Irgendwann einmal bin ich dann plötzlich über den Sommer blond und groß geworden und dann wurde ich plötzlich so die ersten Male auf Partys eingeladen. So, okay, ich bin jetzt beliebter. Ja, mit 16, glaube ich, habe ich mit Volleyball angefangen und war dann viel in der Sonne und habe das erste Mal so mich mit meinem Körper im Einklang gefühlt, mich ein bisschen besser angezogen so. Und das... Ja, dann bin ich erwachsener geworden und davor war ich einfach sehr dorky, was ja auch in Ordnung ist. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil mir ging das ähnlich, so mit 14, 15 und auf einmal haben mich Leute angeguckt. Ja, ich war damals auch blond und habe dann auch zum ersten Mal, ich war in der Highschool in Amerika und habe dann auch zum ersten Mal gemerkt, ah, okay, so fühlt sich das an. Okay, ganz interessant. Ja, ja. Eine ganz andere Erfahrung. Oh, ich habe plötzlich Power oder so. Ja, es war wie so eine Superpower, die man da entwickelt und dann so mit 17, 18, wow, was ist hier überhaupt los? Ja, also deswegen, das interessiert mich wirklich, wo das herkommt und ich schätze auch deine Vehemenz, ja, also ich will das hier auch wirklich ganz klar sagen, ich habe ein bisschen Angst davor und gleichzeitig schätze ich das. Die Tiere haben auch Angst vor dir. Also bitte? Die Tiere haben ja auch Angst vor dir. Also. Nein, nicht, wenn ich einfach nur dastehe. Okay, wenn ich jetzt dastehe mit dem Bolzenschussgerät, ja, dann gebe ich dir recht, dann hätten sie Angst. Das ist vollkommen richtig. Ja, ich widerspreche dir auch nicht wirklich in bestimmten Dingen. Und es ist mir auch aufgefallen, vor allem in den Diskussionen, die du führst mit bestimmten Leuten. Ich glaube, jetzt kürzlich das, was ich bei Ö24 gesehen habe, dass man bestimmte Sachen einfach nicht eingesteht. Dass es einfach so ist, auch diese Willkür zwischen Nutztier und Haustier und so, das ist komplett willkürlich. Zwischen Menschen und anderen Tieren. Ja, okay. Aber ja, also ich verstehe das durchaus. Weil du jetzt gerade angesprochen hast, ne, dass du erwachsen geworden bist. Du hast ja ein interessantes Leben auch hinter dich gebracht. Ich würde da noch gerne einmal einhaken, weil mich das wirklich sehr interessiert. Du warst ja, ich weiß nicht, wie alt du da warst, aber du warst bei dem österreichischen Pendant Höhle der Löwen. Ja, 2 Millionen. Ja, genau, mit einem Koala. Und zwar ist das eine Wärmeflasche, die man sich umbindet. Ja, genau. Und wie alt warst du da, als du da aufgetreten bist? Ich glaube 24. Also ist noch gar nicht so lange her. Und du bist ja auch mit Geld da rausgegangen. Nein, also mit einem Deal. Die schütteln nicht? Dir okay. Zwar die Hand und vor der Kamera lautet das dann irgendwie, ja, ich glaube 50.000 für 10%. Im Endeffekt war das dann so, die haben uns, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Stück das waren, ein paar tausend schon, für ihren Shop abgenommen. Aber die haben uns nur einmal 10.000 Euro für die Produktionskosten oder so irgendwas von diesen gegeben. Also das war eine fixe Summe. Und das war's dann. Also das hat halt praktisch die Unkosten von dem Verkauf gedeckt. Und dann haben die halt geschaut, wie gut das in ihrem Shop läuft, in diesem Mediashop.
Und dann lief es halt nicht so gut, weil wir halt über Amazon größtenteils selbst vertrieben haben. Und ich denke, die meisten Leute haben dann einfach über unsere Website statt. Bei denen war es halt noch ein Ticken teurer, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das war halt einfach nicht der Hauptverkaufsweg. Verkaufst du das noch? Ich bin offiziell aus der Firma raus, aber ich habe bei meinem Twitch noch so einen kleinen Banner. Und das ist ein guter Freund von mir, der die Firma noch betreibt. Also quasi Affiliate. Genau, aber ich habe da noch nicht mal, also wir haben uns da auch total verkalkuliert, wenn irgendwo mal so ein Video rausgekommen ist mit Aktivistin, Ärzte, Millionärin. Ich war so, Das ist die Frage, auf die ich hinaus wollte. Ja, ich habe das auch gesehen, bist du Millionärin? Nein, also ich bin aus gutem Elternhaus, das habe ich auch nie abgestritten. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen und ich glaube auch nicht, dass ich jemals in meinem Leben hungern werde müssen. Aber das, was ich halt jetzt habe, vor allem nachdem ich keinen Kontakt mit meiner Familie habe, so wenn die mal tot sind, dann vielleicht, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber im Moment ist das, was ich halt habe, erspart, das, was ich mir halt im Krankenhaus erarbeitet habe und halt jetzt durch meinen Social-Media-Auftritt bekommen habe. Aber von der Firma selbst habe ich halt damals, das habe ich auch in der Show erzählt, Geld reingesteckt, dass wir halt teilweise erspart, teilweise auch von einer Großtante geerbt hatten für die Gründung der Firma. Und dann ging es vor allem auch mit Corona so, weil wir das auch in asiatischen in China hergestellt haben und so weiter und so fort, dass wir uns da komplett verkalkuliert haben und dass dann auch Waren nicht kamen und das war nicht so, wie es da dargestellt. Also Raffaela ist keine Millionärin. Noch nicht, aber ich arbeite dran und ich werde sehr stolz sein auf den Tag, wenn es mal so ist, dass es so ist. Und ich glaube, Geld ist eine wunderbare Waffe in einem kapitalistischen System, um etwas durchzusetzen. Und an dem Tag, wo ich genug Geld habe, um alle Tierindustrien aufzukaufen, ist doch wunderbar. Also das ist quasi das Ziel. Du verdienst ja dein Geld eben mit deinem Social-Media-Auftritt, YouTube, Twitch-Einnahmen und OnlyFans. Ja. Was ich super interessant finde, ich habe bei Telegram bin ich bei der in der Gruppe Die wilde Veganerin. Ja, ja. 66.000 Leute sind da. Ja. Ich bin jetzt super neugierig. Ja, wie viel Geld verdienst du mit OnlyFans? Das möchte ich nicht sagen. Ja, aber ich bin einfach nur neugierig. Du kannst mit den Einnahmen, die du generierst über jetzt alle deine Social Media Kanäle gut leben. Ja, gut leben. Ja, also ich habe jetzt den zweiten Monat erst so neu berechnet, praktisch mein Leben. Ich habe ja im März erst gekündigt. Und da stand das alles noch so, wie lange sich auch so ein Hype auf OnlyFans hält, ist halt immer die Frage. Also ich glaube, früher oder später wird sich das unter das Niveau von einem Facharzt einpendeln. Man muss ja auch bedenken, ich habe da Leute, die mir helfen damit. Fotografen, Management, natürlich das ganze Marketing und so weiter und so fort. Und da gibt man ja einen Großteil auch ab davon. Während ich mich halt vor allem eben auch meinem Content kümmere und so weiter und so fort. Was machst du da für Sachen, darf ich fragen? Auf OnlyFans spezifisch jetzt. Ja. Das ist ja fast wie Werbung, aber... Ja, voll in Ordnung, folgt mir auf OnlyFans. Ich habe mit Fotos, erotische Fotos... Also machst du nur Fotos oder hast du auch Sex? Ich hatte, jetzt vor der Kamera. Nee, hatte ich auch, ja. Ah ja. Wie ist das für dich so? Weil ich meine, als so Social-Media-Sensation, ja, dann auch in diesem Bereich noch so tätig zu sein und Pornografie zu machen im Endeffekt, ja. Hat es dich Überwindung gekostet? Ich weiß nicht. Ich habe immer schon wieder gerne beim Sex gefilmt. Und ich fand das dann auch immer spannend, das mit meinem Partner nachher anzuschauen. Und ich habe immer wieder gerne Pornos geschaut. Und das eher so als einen, genauso wie man gerne mal Serien guckt. Also ich habe da jetzt kein Suchtproblem. Ich habe ein viel größeres Suchtproblem. Das war halt bei irgendwie Social Media oder sowas. Aber ich sehe mich halt genauso wenig als Pornostar, wie ich mich als Influencerin sehe. Ich mache halt was notwendig ist, um meine Ziele zu erreichen. Also es ist Mittel zum Zweck. Es ist auch ein Mittel zum Zweck, aber ich will nicht sagen, dass es mir nicht auch... ich meine, teilweise ist jede Arbeit, so wie du für dich ja wahrscheinlich auch. So auch wenn Teile daran Spaß machen, ist es jetzt nicht die schlimmste Arbeit der Welt, auf keinen Fall. Aber teilweise ist es halt einfach, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt anstrengend, ich will jetzt nicht auf das Fotoshooting, ich fühle mich heute nicht wohl, ich will mich nicht nackt zeigen. Das kommt noch dazu, aber es ist natürlich hauptsächlich finanziell, aber ich finde es auch witzig. Es ist doch irgendwo witzig, wenn man das System auch noch so hops nimmt. Und das spricht einfach komplett in meinen Charakter rein und ich finde es hilarious, die Reaktionen von Menschen teilweise, weil die so getriggert sind. Inwiefern? Ja. Was meinst du? Ja, halt die Kommentare. Jetzt ist nicht nur so, oh, darauf erstmal ein Steak, sondern oh, die Pornotussi in den Kommentaren von Leuten, die dann sehr detailliert beschreiben, was alles in meinen Videos passiert, wo ich mir denke, oh, hast du es also nicht angeguckt, gell? Also meistens sind halt die Kritiker die Menschen, die halt einfach selbst, sage ich jetzt mal, zu wenig abbekommen im Leben und da auch keinen Humor verstehen. Und dass wir Sex generell als etwas Dreckiges abtun, finde ich sehr, sehr schade. Und wir können es genauso gut feiern und einfach Spaß dran haben. Also du bist da sehr sex-positive, würde ich jetzt mal sagen.
sagen? Ja. Bist du Feministin? Feministin, ich finde, dieses Wort ist auch fast so dreckig geworden wie Porno, weil die Leute es falsch verbinden. Ich sehe mich in dem Sinne als Feministin, dass ich halt für Gleichberechtigung bin, aber nicht so, jedermann ist schlecht. Also ich finde, wir haben in diesem System, das es jetzt gerade gibt, und wie gesagt, meine Ethik in Bezug auf Tierrechte ist deutlich besser recherchiert. Deswegen möge man mir das hier verzeihen, wenn ich etwas ungenau ausdrücke. Aber ich glaube, als Frau habe ich in meinem Leben mehr Vorteile, wo ich lebe und wie ich lebe, als Mann. Und ich bin teilweise sogar in einer mächtigeren Position als Männer in dieser Gesellschaft hier. Und ich würde dir zustimmen, aber es würden viele Leute hier widersprechen, natürlich. Aber ich glaube auch, dass das manchmal ein bisschen ideologisch verfärbt ist, weil tatsächlich gibt es keine Gesetze, die Frauen diskriminieren in unserer Welt. Und ich rede wirklich von der westlichen Welt. Ja, also wir reden und auch in unserem Kulturkreis. Und wie ich ausschaue, muss ich auch noch dazu sagen. Ja. Also ich glaube, viele Männer sind sehr einsam, viele Suizidraten von Männern. Das wird alles ignoriert. Und ich will gar nicht sagen, dass man als Frau nicht in gewissen Aspekten Nachteile haben kann, aber. Und da würde ich sagen, es ist normal. Also da würde ich sagen, dass es tatsächlich, dass diese Ungerechtigkeit, die auch herrscht, oder auch diese Diskriminierung, die herrscht, dass das in einem gewissen Grad ein normaler Zustand ist. Ja, etwas Normales ist aber nicht unbedingt etwas Gutes, weil das wäre dann wieder ein Appell an irgendetwas. Also ich finde schon. Ich fühle mich als Frau einfach nicht diskriminiert hier. Und ich finde, sehr oft werde ich sogar verteidigt von so Kampffeministinnen, wenn irgendeiner schreibt, boah, dein letztes Video war total heiß oder sowas. Und das natürlich irgendwie abwertend meint, um mich so zu verarschen. Und dann schreibt jemand, du bist so sexistisch. Und ich bin so, was war an dem Kommentar, selbst wenn er einfach nicht nett gemeint war, sondern mich einfach nur daran erinnern will, dass ich in seinen Augen nur ein dreckiges Porno-Ding bin. So, daran war nicht sexistisch, mir zu sagen, dass ich einen geilen Hintern habe. Das ist so, es wird so übertrieben, inflationär verwendet. Ich glaube, wegen der Objektifizierung. Ich glaube, das ist das Argument im Hintergrund, oder? Ich weiß es auch nicht genau, aber ich finde, das wird inflationär durch den Raum geworfen, wenn man so sexuelle Kommentare oder gegebenenfalls, das ist dann einfach direkt, das ist direkt Sexismus. Das ist interessant, weil du ja auch, du traust dich ja durchaus auch, irgendwie anzuecken, und zwar nicht nur jetzt im Gespräch über Tierrechte, sondern auch, du gehst überall hin, du sprichst auch mit Leuten, die eher dem rechten Spektrum, politischen Spektrum zugeordnet sind. Also Feroz Khan ist jetzt das beste Beispiel, auch wenn, also er ist ja, ich meine, ich kenne ihn auch, er ist ja wirklich ein super sympathischer Typ. Also da muss man sich schon manchmal ein bisschen Mühe geben, um solche Leute wirklich so richtig nicht zu mögen. Aber dir wird auch nachgesagt, dass du transfeindlich wärst. Ich glaube, du hast irgendwelche, im Discord hast du irgendwelche Kommentare geschrieben. Und dadurch sind dann auch so Videos entstanden, von wegen irgendwie die militante Veganerin exposed. Genau. Wie gehst du mit diesen... wie soll man sagen, mit diesen Sprachfeinheiten mit Sprachregelungen von mir aus. Wie ist das für dich, oder scheißt du einfach komplett drauf? Eher Letzteres. Ich finde halt schon, dass man mehr auf seine Handlungen erpicht sein soll. Und mein gesamter Aktivismus zielt darauf ab, mich gegen Diskriminierung und Willkür einzusetzen und mich für individuelle Freiheit einzusetzen und mir dann solche Sachen anzudichten, oder dass ich rechtsextremistisch und Nazi sei. Das ist so... Okay, ich finde, das sind schon fast Verharmlosungen, Menschen dann irgendwie als Nazi zu bezeichnen, einfach nur, weil sie sich nicht sofort linksgrün nennen. Ich finde es eher traurig, vor allem, wenn das Veganer über einen machen. Und ich glaube, das spricht in ganz, ganz vielen Fällen, ohne jetzt groß psychologisieren zu wollen, aber auch auf Basis von Neid, meiner Reichweite, meinem Erfolg gegenüber. Ich glaube, das ist teilweise auch ein Aspekt, der da mit reinspielt, dass man diese Sensationsgeilheit natürlich auch für sich nutzen, weil man halt weiß, oh, wenn man die irgendwie aufdeckt, dass man dann ganz viele Klicks bekommt. Das spielt sicherlich auch mit rein. Aber ich finde es vor allem eher schade, dass man Leuten das so böswillig interpretiert, statt dass man versucht, okay, vielleicht stimme ich nicht in jedem hängend, aber es ist ja eher unwahrscheinlich, böswillige Interpretationen finde ich einfach absurd und grausam und fast schon verletzend, wenn man sich dann hinstellt und sagt, okay, ich gehe auf eine Pride mit, um für die Rechte von allen zu kämpfen, und dass man dann gewisse Schlussfolgerungen daraus nicht kritisieren darf, dass man schon transphob ist, wenn man sagt, okay, vielleicht ist es komisch, dass wir unter 18-Jährigen nicht erlauben, ein Tattoo mit chinesischen Zeichen zu machen, aber schon ihre Brüste abschneiden zu lassen, dass man das nicht mal mehr fragen darf, dass man darüber nicht sprechen kann, wenn man dann automatisch transphob ist. Das finde ich einfach erschreckend. Okay, ich muss jetzt die Frage stellen, wie viele Geschlechter gibt es? Biologisch gesehen würde ich schon auch sagen 2, wobei man natürlich diese Fragestellung stellen kann, okay, jetzt hat jemand ein XXY oder ist biologisch gesehen, hat er auch noch einen Mikropenis oder sie eben. Wie ist das dann? Intersex, ne? Genau, Intersex und sowas. Ist das dann als drittes, sollen wir da eine dritte Schublade dafür öffnen? Okay. Und ich weiß halt nicht, ob das dafür Sinn macht. Ich glaube, dass Intersex tatsächlich der Beweis ist, dass es 2 gibt.
könnte also man für mich ist es sagen. Logisch. Ja. Ich finde es aber trotzdem, es gibt einen Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht und dem gesellschaftlichen Geschlecht, weil du nimmst mich jetzt gerade als Frau wahr, was auch immer das bedeuten soll, was auch immer eine Frau ist, ich weiß es nicht. Aber wenn ich dir jetzt sage... Hey, du kannst auch nicht sagen, was eine Frau ist. Ich glaube, man kann auch nicht... Es ist sehr schwer zu sagen, was ist ein Auto? Wann ist ein Auto und kein Schiff mehr? Ach so, weil du sagst, es ist auf dem Spektrum. Ja, aber deswegen heißt es nicht, dass wir trotzdem nicht sagen können, irgendwann ist es ein Auto. Okay. So, ja. Ich hatte irgendwann mal so ein Beispiel gebracht mit einem Freund. Du warst besoffen auf einer Halloween-Party auf und du hast ein Helikopterkostüm mit einem Propeller und ein anderer hat ein Flugzeugkostüm und ihr tauscht jetzt langsam eure Teile, aber du kannst dein Grundgerüst vom Helikopter nicht ausrüsten, aber du nimmst dein Helikopterpropeller ab und hast dann zwei Flügel dran, aber immer noch das Grundgerüst so und dann bist du dann schon ein Flugzeug. Okay, für viele Leute wahrscheinlich nicht, du bist ein komisches Helikopterflugzeug, ich weiß es nicht, aber irgendwann einmal sieht man gar nicht mehr, dass du eine Helikopterbasis hattest und schaust nur noch aus wie ein Flugzeug und fliegst durch die Party wie ein Flugzeug und fühlst dich wie ein Flugzeug und alle sagen, das ist ein Flugzeug und so, dann bist du doch ein Flugzeug. So, dann ist ja egal, ob du mal ein Helikopter warst. Und mir ist es dann scheißegal, so, ob du mal ein Helikopter warst oder ein Flugzeug. So. Aber es ist sehr komplex so. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, Geschlecht zu ändern, ehrlich gesagt. Weil du ja auch nicht plötzlich sagen würdest, dass ich ein Mann bin, wenn ich dir jetzt sage, dass ich als Mann geboren wurde. Ich habe mich irgendwann als Frau gefühlt und dann habe ich mich optisch dem angepasst, was man als Frau halt so ist, was auch immer eine Frau ist. Ja, und biologisch bleibt man natürlich das, was okay, man ist. Okay, dann kann man halt sagen, meine DNA sagt, ich bin ein Mann, aber es ist ja irrelevant, oder? Ich wollte gerade sagen, DNA spielt ja nicht so eine große Rolle, aber deswegen, das habe ich schon gelernt. Ist das diese ganze Debatte so, dann ist es ja irrelevant, oder? An dieser Stelle, nur weil, okay, dann testest du in 50 Jahren an meiner Leiche die DNA und es war ein Mann. Okay, ich habe mein ganzes Leben aber in der Rolle von einer Frau. Was ist die Rolle von einer Frau? Da stellt sich dann auch die Frage. So. Nein, auf jeden Fall stellen wir uns heutzutage diese Fragen, ja, also alles wird auf jeden Fall, jetzt manche würden sagen, auf den Kopf gestellt, ich würde sagen, hinterfragt, für manche auch zu viel, für manche zu wenig, es kommt ganz drauf an. Ich glaube ja, dass dein Aktivismus tatsächlich jetzt zu diesem Zeitpunkt auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Also ich glaube, es ist gerade der perfekte Zeitpunkt für das, was du machst, weil diese Argumente sehr im Einklang sind mit anderen Ideen, die wir haben. Mm. Ja? Also wie wir damit umgehen. Siehst du das nicht so? Vielleicht bin ich da optimistischer als du. Ja, du möchtest gerade so ein bisschen LGBTQ und Veganismus in einer Ja, also vielleicht eher, ich würde das eher mit der Klimadebatte zusammenbringen, gar nicht so sehr mit LGBT. Ach so, weil für mich macht das Sinn, weil das wird ja quasi, also das Fleisch schlecht gemacht wird in dem Zusammenhang, das ist ziemlich offenkundig. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das zusammenpasst und weil du natürlich sehr viele junge Leute auch erreichst. Also zwei Punkte, ich hätte eher LGBTQ und Veganismus hätte ich verstanden, wenn du das so, weil es da um Rechte von Individuen geht und körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung, eben auch der Tiere. Das, finde ich, passt zusammen in dieses Thema. Deswegen bringe ich das ja auch in so Pride-Themen mit rein. Und hatte auch die LGBTQ als Kunstfigur zwischendurch und Soja the Cow. Also tatsächlich LGBTQ. Genau. Und Soja the Cow hatte das auch schon mal. Das ist auch eine, die war auch bei The Voice of Germany als Kuh, um dort eben auf die sexuelle Ausbeutung von weiblichen Kühen aufmerksam zu machen. Aber zum Thema Klima und Veganismus, das wird auch oft in einen Topf gehauen. Und wie oft man dieses Vegan fürs Klima irgendwo sieht. Ich könnte kotzen. Es gibt kein Vegan fürs Klima. Es gibt kein Vegan für die Gesundheit. Veganismus ist als moralische Lebensweise definiert, die darauf abzielt, jegliche Form von Ausbeutung und Gewalt an Tieren so weit wie es möglich ist zu vermeiden. Da ist nichts von Klima, da ist nichts von Gesundheit mit drinnen. Und das zu verwaschen, das tut dem Tierrecht einfach, das ist nicht adäquat dafür. Weil, lass mich dir ein Beispiel nennen. Wenn ich einmal in der Woche einen Fisch aus dem Wasser hole, dann ist das der Umwelt egal. Das ist dem See wurscht, wenn ich einmal in der Woche einen Fisch esse. Und genauso gut ist das eben meiner Gesundheit wahrscheinlich egal. Oder nennen wir es einmal im Monat. Das wird man in keiner Studie finden, dass ich deswegen krank bin. Außer ich ersticke an der Grete. Aber ansonsten hat das deswegen keinen Zusammenhang mit Veganismus, weil es geht um den Fisch. Der Umwelt ist das egal, der Gesundheit ist das egal, aber dem Fisch nicht. Und darum geht es beim Veganismus, um dieses Individuum Fisch, um sein Recht nicht aus dem einzigen Element gezogen zu werden, wo er atmen kann. Und das kann man deswegen nicht verwässern, weil es gibt kein radikales, konsequentes Argument, das ich über die Umwelt bringen kann, womit du nicht hier und da mal trotzdem Tiersklaverei in deinen Alltag integrieren kannst. Ja, und auch natürlich das Umweltargument, auch Landwirtschaft hat einen Einfluss. Ja, es gibt immer Externalitäten, wenn die Menschen irgendwie aktiv werden. Ich meine, das eine Argument, das die Karnivoren ja gebracht hat, Ferus hat es mit dir auch besprochen, ist, dass auch bei der Landwirtschaft natürlich Tiere umkommen. Ja? Ja. Also deswegen ist es, also es ist, natürlich ist es weniger, du sagst, ne, sie werden ja nicht ermordet, sondern sie sind quasi, es passiert zwar auch, dass sie leiden und so weiter, aber es ist natürlich so, dass auch, wenn du Gurken oder was weiß ich anbaust, durch die Pestizide, Crop dass dann natürlich auch Insekten sterben und Kleintiere und so weiter und so fort. Also es ist ja nie so,
dass wir keinen Einfluss haben. Genau, deswegen sage ich auch immer, wer vegan ist und sagt, er lebt und ernährt sich leidfrei, das ist halt einfach Schwurbelei, das ist Humbug. Weil natürlich erzeugst du Leid durchs Leben, aber die Frage ist, zählt die Intention nicht schon auch mit? Darf ich einfach hingehen und deswegen jemanden erschlagen, nur weil, wenn ich Brot anbaue, da auch mal eine Maus getötet wird? Und dann geht es eben um die Intention, um gerichtete, direkte Gewalt und um das Grundrecht von jemandem, nicht versklavt zu werden. Und Nicht-Veganer machen das eben auf Basis von trivialen Gründen, wie Geschmack und Tradition und eben diesen vier, dass sie dann Individuen versklaven lassen, ihr Grundrecht direkt brechen und intentionale, direkte Gewalt ausüben. Und das kann keine Rechtfertigung dafür sein, nur weil es nicht ohne möglich ist, das deswegen zusätzlich zu machen. Was machst du in 5 Jahren? Was glaubst du? Boah, das ist eine gute Frage. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier bin, wo ich jetzt bin. Ich denke nicht, dass man TikTok und sowas für immer weitermachen kann. Ich glaube auch nicht, dass die App, ich weiß nicht, ob die in 5 Jahren noch da sein wird. Möglich, kann sein. Die Chinesen sind da schon gut dahinter. Sind sie schon gut. Also sie ist schon krass auch, wie die sich Musical.ly entwickelt hat. Der Algorithmus ist halt sehr undankbar. Also du kennst das wahrscheinlich auch so auf, ab gibt es halt schon. Bei YouTube auch, ganz extrem. Ich denke, ich werde vielleicht die finanzielle Möglichkeit haben, um weitere Menschen wie mich zu unterstützen. Und das tue ich auch jetzt schon und auch dauerhaft zu unterstützen. Und ich hoffe, ich kann immer mehr in solche Formate einbauen. Ich möchte einfach eine ganze Generation dazu bewegen, das Thema und die Dringlichkeit dessen zu verstehen. Aber wie ich das machen werde, kann ich in 5 Jahren ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich schaue, dass ich Monat für Monat einfach möglichst viel Reichweite auf das Thema generiere. Und mir fehlt definitiv mal ein Tag, wo ich mich hinsetze und mir wieder eine Mindmap mache, weil das habe ich am Anfang von meinem Aktivismus schon gemacht. Mir überlegt, wie ich das effektiver gestalten kann. Also du gehst da strukturiert dran an die Sache? Ja, aber es fehlt manchmal die Ruhe, das zu machen, weil so viel auf einmal ist, weil man abgelenkt ist von manchen Sachen und alles sehr aufregend und schnell geht. Man von neuen Sachen überfordert ist teilweise auch, aber ich versuche schon strategisch das Ganze zu betrachten. So. Auch wenn ich irgendwo bin, wie kann ich das noch verknüpfen? Wo war ich noch nicht? Eben, wie du es gerade aufgezählt hast. Aber nur weil man da einmal war oder das eben, deswegen dieses Durchgespielt, das mag ich nicht gerne, weil das heißt so, okay, du kannst da nichts mehr holen, da ist nichts mehr zu holen und ich finde halt, das möchte ich nicht denken. Ich möchte schon, dass da noch sehr viel mehr geht und ich dachte mir nach, ich wurde ja schon so oft gecancelt, all meine Accounts, die weg waren und dann hieß es halt jedes Mal, ja, du hast so praktisch alles erreicht, was du da erreichen konntest. Ich glaube, da geht noch so viel mehr. Also moralische Revolutionen sind so viel größer. Wir sind gerade nur im deutschsprachigen Raum, ist das so heiß. Da hatten wir That Vegan Teacher in anderen, in englischsprachigen Ländern. Wir brauchen das einfach international und mehr und mehr und mehr. Und ich werde mich da auch nicht unterkriegen lassen. Und ja, until every cage is empty, ist die Botschaft. Also das Feuer lodert weiter. Ja. Du bleibst dabei. Bis Menschen wie du verstanden haben, dass DNA-Moleküle keine Rechtfertigung sein können, um jemanden die Kehle aufzuschlitzen. Und dann bin ich gespannt, was du weiterhin machst. Ich bin auch sehr gespannt auf die Kommentare, ne? Weil wie gesagt, ist ja ein anderes Publikum, das du hier erreichst. Ich glaube, mit durchgespielt meinte ich gar nicht insofern, dass das alles erreicht ist, sondern eher, dass du es verstanden hast. Also so, dass du quasi, du hast kapiert, wie das funktioniert. Wollte ich jetzt einfach nur mal dazu sagen, weil ich sehe schon, dass das ist so dynamisch, auch mit Social Media, dass das eigentlich gar nicht durchgespielt werden kann, weil es kommt ja immer wieder was dazu. Weißt du, Elon Musk kauft Twitter, dann verändert sich Twitter. Wir wissen nicht, was mit YouTube sein wird. Vielleicht geht YouTube auch irgendwann mal hops. Ja, wissen wir nicht. Ein Monopol bleibt nie für immer bestehen. Und deswegen glaube ich, ist so, da dynamisch zu sein und wie du da sehr strukturiert rangehst. Und ich glaube, da kann sich jeder wirklich eine Scheibe von abschneiden, wie du tatsächlich diese Plattformen auch nutzt für dich. Und die Tat, ne, Twitch ist, glaube ich, auch eine super dynamische Plattform. Da sind auch die ganzen jungen Leute drauf. Also die erreichst du auf jeden Fall. Und du weißt, dass hier die 15- bis 25-Jährigen definitiv den größten Einfluss haben werden, wie die Welt sich dann verändert. Also ich glaube, dass du da diesbezüglich ganz viel richtig machst. Und ich kann dich beruhigen, ich werde mit Sicherheit aufhören, Fleisch zu essen, wenn es aus dem 3D-Drucker kommt. Okay, ganz kurz nochmal zu dem Punkt. Du hast ja anerkannt, dass Tiere leiden können. Willst du jetzt nochmal das Thema aufmachen? Das nochmal. Wir haben es da vorher nicht geändert. Ganz kurz, sie können leiden, richtig? Tiere können leiden. Sie sind irgendwo Individuen, die Interessen haben. Ich weiß nicht genau, wie du Individuum... Okay, weil Individuum bringe ich immer mit Personen zusammen. Das sind ja Personen. Sie haben eigene nicht jeder Hund ist wie ein anderer Hund. Das sind keine. Aber es ist keine Person, weil Person ist für mich ein Mensch. Also will ich jetzt nur mal... Wie definierst du denn eine Person? Genau, das weiß ich jetzt gar nicht, wie es offiziell definiert wird, aber für mich ist eine Person ein Mensch. Ja, das ist ein Appell halt an die Definition. Aber es ist vor allem, ich denke nicht, dass jemand, der einfach im Koma liegt und niemals, der kein Gehirn mehr hat, der einfach nur existiert und halt DNA-Mensch ist ja keine Person mehr.
Doch, die ist immer noch ein Mensch, ja. Nein, aber okay, dann verwechselst du halt einfach gerade was mit einer Person gemeint. Das ist ein fühlendes Individuum. Aber gut. Okay. Kann gut sein. Also, dann sag mir einfach, was du damit meinst. Halt nicht Personen, sondern einfach fühlende Subjekte. Sie haben Interessen, Bedürfnisse und das haben wir Menschen ja auch. So, wenn du das also anerkennst, wie ist deine Rechtfertigung dafür, ihnen Gewalt anzutun, wenn du sie als leidensfähiger kennst? Was ist deine Rechtfertigung dafür? Ja, weil ich ja vorhin schon meinte, dass ich durchaus sehe, dass der Mensch quasi in also du bist stärker, also darfst du ihnen Gewalt antun. Ja, das ist deine Rechtfertigung. Ja, das heißt, okay, jetzt wenden wir es eben an den Menschen an, natürlich, jetzt bin ich stärker als jemand anderer, darf ich ihm einfach Gewalt antun? Nee, weil es halt ein Mensch ist. Okay, jetzt höre ich Hunde gerne jaulen, wenn ich sie anzünde. Ich bin stärker als der Hund, darf ich ihn einfach anzünden, weil ich stärker bin als er? Nein. Warum nicht? Ich höre das Geräusch gerne, das macht mich glücklich. Nee, das macht für mich ist für aber mich dich macht der Geschmack von dem Fleisch glücklich. Also ich da wär ich da bin ich ein bisschen anders so drauf. Also ich mache das tatsächlich, weil ich glaube, dass es gut ist für den Körper, also dass es gesund ist, Fleisch zu essen. Ja. Und was heißt, wenn also man nicht, dir jetzt Studien jetzt vorlegt, um zu zeigen, man kann genauso gesund sein, wenn man vegan ist, dann würdest du auch sein? Bin ich skeptisch. Ich habe das ja auch schon gemacht. Okay, ne? Aber also man gibt dir das jetzt und es ist jetzt hundertprozentig so. Du kannst genauso gesund sein als Veganer. Ohne Supplementierung. Natürlich musst du Vitamin B12 einnehmen. Aber sagen wir mal, für dein Hypothetikum, auch ohne Supplementierung, du bist genauso gesund als vegan, obwohl das ein Appell an die Natur ist. Was hat das für irgendeine moralische Relevanz, dass so eine fucking Tablette Genau. Für mich hat das eine Relevanz. Gut, absolut absurd. Aber jetzt geben wir dir hier... Aber weil für mich eben das Gesundheitliche tatsächlich eine Rolle spielt und das moralische Argument, da kann... Dann bist du also komplett gegen jede Form von Gesundheitssystem. Also jedes Mal, wenn du krank bist und ich gebe dir irgendwas, was nicht natürlich ist, wenn du ein Autounfall hast und ich baue dir ein Bein an, dann ist es nicht okay, dir ein Bein anzubauen. Ich supplementiere praktisch dein Bein. Nein, das ist nicht das. Aber doch ist es dasselbe. Nein. Dir fehlt etwas. Nein. Dir fehlt ein Bein, dir fehlt Vitamin B12. Woher kriegen denn die Tiere Vitamin B12, Jasmin? Woher kriegen die das? Das wird zum Teil auch supplementiert. Warum kannst du es dann nicht einfach direkt selbst supplementieren? Das ist doch absurd. Aber es stimmt ja nicht, dass sie es komplett so machen. Und auch die Bioverfügbarkeit bei Fleisch ist besser. Die Energiedichte ist besser. Die Nahrungsdichte ist besser. Die Bioverfügbarkeit von was? Ja, von verschiedenen Nährstoffen. Okay, und wenn wir jetzt Menschenfleisch haben, dann hat das eine höhere Bioverfügbarkeit in den Proteinen. Vermutlich. Darf ich dann Menschen essen, weil sie eine höhere sind? Das heißt, dein einziges Argument, Tiere zu versklaven und du hast hier eine absolute Absurdität betrachtet, weil ich habe das Argument, das du verwendest, um Kühe zu foltern, zu versklaven und zu töten, und zwar, dass du halt stärker bist als sie, das wende ich gerade auf den Hund an, den ich anzünde, um dieses Geräusch zu hören, weil du bist in dem Geschmack, beides sind triviale Lustbefriedigungen, Geschmacksfreude, auditive Freude. Aber ich habe ja gesagt, dass es ist ja tatsächlich nicht nur eine Geschmacksfreude, aber ich muss mich ja auch nicht rechtfertigen. Doch musst du, weil Gewalt braucht keine Rechtfertigung. Wenn ich dir die Nase zerdeppere mit dieser Faust, dann brauche ich eine Rechtfertigung. Also das ist ja für mich... Wenn ich die Katze hier schlage, die am Tisch steht, selbst wenn du sie nicht als Mensch anerkennst, dann wirst du mich fragen, was machst du denn, warum hast du das gemacht? Und dann brauchst du einen guten Grund dafür, richtig? Also was ist dein guter Grund dafür, Tieren Gewalt anzutun, wenn wir wissenschaftliche Evidenz dafür haben? Und du hast das letzte Mal bei Ferus Khan irgendwas gesagt von wegen, ja, da brauchen wir längere Studien, die müssen mindestens 10 Jahre sein. Woher kommt diese 10-Jahre-Zahl? Woher hast du diese Prämisse genommen? Wir haben Studien, die über 30 Jahre, sogar über längere Zeit, die Epic Oxford Study, die Adventist Health Study, die größte ernährungswissenschaftliche Fachgesellschaft, die ganz klare Positionspaper hier. Da bin ich skeptisch einfach. Wie viel Evidenz muss ich dir geben? Die DGE hat 60 Jahre lang Eier schlecht gemacht. Ja. Und das stimmt. So. Einfach nicht. Nein, absolut. Aber sie haben es aus gesundheitlichen Gründen schlecht gemacht. Ja. Und das ist unehrlich. Das stimmt nicht. Eier können nicht einmal als Healthy Food anerkannt werden. Nein, von das der ist FDA. Inkorrekt. Aber selbst wenn das nicht so wäre. Und die FDA, die Food and Drug Administration, ist definitiv für mich keine Instanz, dann brauchst du trotzdem noch einen relevanten Unterschied, dass du nicht einfach diese Sachen, die dir dann fehlen würden, supplementierst, bevor du eben ein Tier in ein Schlachthaus schickst. Weil dann könntest du genauso gut Menschen essen, weil sie dir Eisen geben oder diese Proteine geben, weil sie genauso fühlen können wie du. Das ist absurd, Jasmin. Es ist für mich nicht absurd. Okay, das heißt, wie viel, weil du sagst, du bist skeptisch. Wie sehr muss ich dir beweisen, dass es keinen Nährstoff gibt, den du nicht durch rein pflanzliche Ernährung abdecken kannst, damit du niemandem mehr die Kehle aufschlitzt? Wie viel muss ich dir da beweisen? Das weiß ich nicht. Das können wir gerne dann noch drüber sprechen. Okay, dann gebe ich dir alle Studien und dann wirst du immer noch sagen, so, nee, glaube ich nicht. Ich gehe jetzt an der Kuh die Kehle aufschlitzen. Also ich mache es natürlich nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Du machst das, Jasmin. Du kannst dir nicht die Hände loswaschen, wenn du jemandem Geld dafür gibst, eine Kuh zu versklaven. Hör auf zu sagen, ich mache das nicht. Das ist Lippenbekenntnis. Du bist gegen die bösen Massentierhaltung, weil Tiere leiden können, ja? Richtig? Okay, ja, ich dachte, du warum bist du dann nichts gegen die böse Einzeltierhaltung, weil Tiere leiden können? Das ist doch noch viel schlimmer, wenn du das einzelne Tier sogar vor dir hast und dann sagst, ich schlitze dir jetzt die Kehle auf. Und dann ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Aber du tust das gerade. Ja, okay, vielleicht muss ich es mal in echt machen und dann bin ich wahrscheinlich geheilt, weil ich gehöre wahrscheinlich eher zu diesen Personen. Ja? Okay, stell dir jetzt mal hin, du hast ein bisschen Fantasie. Ja, hier steht jetzt ein Kälbchen. Hast du schon mal ein Kälbchen gesehen? Natürlich. Die schlecken dann was und saugen uns voll süß. Ja, die sind super süß. Und jetzt gehe ich hin und sage, ich bin stärker als du, deswegen schlitze ich dir die Kehle auf. Was würdest du mir dann sagen? Raffaela,
Ich glaube, und ich will dabei essen, weil Proteine. Guck mal, mich aber siehst du nicht, wie absurd das ist? Daher nehme ich die Vehemenz von Menschen, die eigentlich reflektiert handeln wollen, die ethisch konsistent sein möchten, die sagen, ja. Aber ich habe dieses moralische Dilemma nicht wie du. Und ich lebe du auch bist doch nicht das Opfer am Schlachthof, offensichtlich. Ja, aber sobald ich deine Familie mit den gleichen Argumenten... nicht so. Schöne Halbodenaierin bist du, wirklich. Das ist so schlimm. Aber nicht so. Aber ich regnet auch nicht gerade, aber ich kann dich trotzdem fragen, was machst du? Wort nicht Hypo, ein Hypothetikum. Denier heißt... Aber man kann ein Hypothetikum nicht denien. Natürlich kannst du, du sagst, nee, das genau das ist Hypothetikum. Ein Hypothetikum ist ja so definiert, dass es nicht jetzt gerade die Realität ist. Aber wenn ich dich jetzt gerade was machst du, wenn es jetzt hier reintropft, dann sagst du, ja, ich könnte dein Handtuch dran halten oder einen Kübel drüber stellen und du sagst nicht, aber das existiert gerade gar nicht, Raffaela. Das ist absurd, dass du mich das fragst. Das macht man nicht im Alltag. Warum solltest du das in so einer Situation machen, weil die Konsequenz für dich unangenehm wäre, weil du dann deinen Widerspruch anerkennen müsstest. Mhm. Das ist unangenehm. Ich verstehe, dass das unangenehm ist. Ich bin nicht hier, um angenehm zu sein. Aber das macht doch keinen Sinn. Das musst du doch zugeben. Du sagst, es ist die fucking DNA, wenn ich jetzt deine DNA messe und du bist jetzt eine Kuh, aber du fühlst genauso wie die Jasmin. Aber wie gesagt, ich oder ein ich gehe in deinem Hypothetikum mit. Ja, ja, natürlich. Du hast gesagt, das wäre dann nicht okay, ja, wenn ich dir die Kehle aufschlitze. Um mich mit dir zu unterhalten. Du hast selbst schon gesagt, dass das dann nicht okay wäre. Ist in Ordnung. Ja. Also ich gehe. Wir halten fest, Jasmin sagt, wir dürfen Tiere ermorden, weil wir sonst sterben, weil wir Veganer keine Muskeln aufbauen können. Das habe ich nicht gesagt. Du hast gesagt, nein, nach 10 Jahren sieht man Leuten an, wenn sie vegan sind. What the fuck? Würde ich schon sagen. Ja. Du weißt schon, dass die allermeisten chronischen Volkserkrankungen woher kommen? Nicht von Fleischkonsum. Von unserer Standard American Diet. Nein, eine Standard American Diet ja. ist nicht die, auf Fleisch zurückzuführen. Also ich sag nicht, dass jedes Stück Fleisch krank macht. Das werde ich nie sagen. Okay. Aber die Art und Weise, wie wir Tierprodukte konsumieren, die auch, Menge. Aber auch was wir essen. Das ist nicht das Tierprodukt unbedingt. Nein, das stimmt nicht. Wir essen super viel Zucker. Wir essen super viele andere Dinge. Das ist wirklich nicht das Fleisch. Okay. Nein, das lasse ich nicht gelten. Soll sein. Aber nur, weil irgendein Protein angeblich fehlt, da wurde mir immer noch nicht gesagt, hast, welcher Nährstoff das ist oder was dann so gefährlich sein sollte. Wir haben diese ganzen Studien schon. Wie viel mehr sollen wir dir beweisen, damit du endlich aufhörst, Tiere zu versklaven? Dein einziges Argument ist hier immer noch, weil du kannst genauso gut Menschen töten. Nein, das sind ja Menschen, die haben eine DNA, dann bist du Speziesistin, bist Rassistin zu den Tieren, einfach nur, weil sie andere DNA-Moleküle haben. Speziesismus ist Rassismus. Das ist absurd. Den Widerspruch hatten wir schon. Du möchtest auch nicht, dass ich dich töte, wenn ich dir jetzt die DNA messe und du plötzlich kein Mensch mehr bist, weil du ein fühlendes Individuum bist, genauso wie all diese Tiere. Du musst dich einfach nur mal in sie reinversetzen und dein Herz eröffnen. Das ist nicht in Ordnung, was du ihnen antust. Raffaela, danke schön für deine Zeit. Danke, dass du so viel auch aus dem, also von dir auch erzählt hast. Finde ich sehr interessant und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und bin sehr gespannt, was du in 5 Jahren noch machen wirst. Ich wünsche dir ein schönes veganes Leben. Dankeschön.